Meine sehr verehrten Damen und Herren, Eure Exzellenz, Herr Botschafter, Herr Bürgermeister, ganz herzlich willkommen heute Abend zum 12. Diplomatischen Salon, die Welt zu Gast in Eberswalde. Ich freue mich sehr, heute Mittag haben wir uns noch in der Botschaft in Berlin getroffen, beim Nationalfeiertag Polens oder zum Empfang zum Nationalfeiertag. Heute Abend ist Herr Botschafter hier in Eberswalde und wird den 12. Salon mit uns begehen. Sie sehen es, der Raum ist wieder voll gefüllt. Etwa 120 Gäste freuen sich gleich auf den Vortrag oder das Impulsreferat sozusagen des Botschafters und vor allem aber auch, denke ich, auf die anschließende Diskussionsrunde dann hier vorne. Sie wissen es, meine Damen und Herren, Ihre Fragen stehen im Mittelpunkt des Abends. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen sind historisch nicht immer einfach gewesen, sind aber, wie ich es heute Mittag gehört habe, ist das zwischen Nachbarn ja auch normal, dass man sich nicht immer einer Meinung ist, aber trotzdem im Großen und Ganzen doch in die gleiche Richtung auch geht. Insofern denke ich, dass wir thematisch sehr, sehr viele Punkte heute Abend hier haben werden. Gleichzeitig bedanke ich mich auch, dass Sie den Weg in das Paul-Wunderlich-Haus gefunden haben. Heute ist auch der 4. Geburtstag der Höchststiftung. Am 6. Mai 2015 wurden wir offiziell gegründet. Insofern auch ein schöner Anlass, heute mit einer Veranstaltung dieses Datum zu begehen. Sie wissen es, unser Hauptaugenmerk liegt auf der Unterstützung der Hospizarbeit hier in Eberswalde, aber darüber hinaus eben auch auf der Völkerverständigung und der Förderung der internationalen Gesinnung, wie es so offiziell in den Zwecken der Abgabenordnung heißt. Kurzum, wir freuen uns immer auf den Dialog mit anderen Kulturen, mit anderen Ländern und dafür bin ich ja sehr dankbar, dass wir heute mit Polen doch ein, vielleicht schon fast zu spät in der 12. Ausgabe, ein doch sehr wichtiges Land für uns, wichtigen Partner hier zu Gast haben werden. Meine Damen und Herren, ich will bei der Begrüßung auch gar nicht zu viel Zeit sozusagen in Anspruch nehmen. Ich freue mich als nächstes auf ein Grußwort unseres Bürgermeisters Wilhelm Boginski und bitte ihn gleich nach vorne. Vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen, seine Exzellenz, Herr Botschafter, Herr Pschitewski. Ist immer ein bisschen schwieriger mit dem Namen, aber ich hoffe, dass ich es gut hinbekommen habe. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Vorab vielleicht noch mal, lieber Martin, ganz herzlichen Dank für die Organisation dieser Serie Diplomatischer Salon. Ich finde das für, ich darf das ruhig so sagen in meinem Alter, für das Engagement so eines jungen Mannes hier in Eberswalde außerordentlich beachtlich und finde, dass es unser kulturelles, aber auch politisches Leben sehr belebt. Dieser Diplomatische Salon, das ist etwas sehr Wichtiges für uns in der Stadt Eberswalde und die Resonanz zeigt es ja, dass deine Organisation und dein Talent hier wirklich gut ankommen. Also ganz herzlichen Dank nochmal dafür, für die Organisation. Ja, für uns hier im Osten Deutschlands, in Eberswalde, hat die Republik Polen schon immer eine sehr große Bedeutung, auch weil wir ja alle aus der Tradition heraus, aus der ehemaligen DDR oder viele aus der ehemaligen DDR, das von früh auf gelernt haben, die Freundschaft zu unserem Nachbarland. Wir sind auf der einen Seite Nachbarn, aber viele Eberswalderinnen und Eberswalder fahren sehr gern nach Polen. Nicht nur einkaufen, sondern auch, und das finde ich sehr schön, nach Swinemünde oder Kolberg zur Kur und ähnliches, nutzen also diese Gelegenheiten. Umgedreht oder umgekehrt kommen viele Stettiner zu uns in den Zoo. Mittlerweile sind es im Jahr fast 30.000 polnische Gäste, die wir in unserem schönsten kleinen Zoo Deutschlands begrüßen können. Und alle sind begeistert. Die, die zu uns kommen und die, die nach Polen fahren, reden also in voller Höchstachtung davon. Viele Unternehmen aus unserer Region arbeiten sehr eng oder haben wirtschaftliche Beziehungen zu polnischen Unternehmen. Es gibt Deutsche, die arbeiten in Polen, es gibt Polen, die arbeiten in Deutschland. Auch dort gibt es sehr intensive Beziehungen. Und wir als Stadt Eberswalde haben natürlich auch, und darüber freue ich mich, eine Partnerschaft in Polen, das ist Gorzów. Und da gibt es sehr vielfältige Treffen zwischen uns, auch zwischen den beiden Bürgermeistern, aber auch zwischen verschiedenen Bürgerinnen und Bürgern in dieser Region. Sehr geehrter Herr Botschafter, für mich als einen Mann der Nachkriegsgeneration bin ich sehr froh, dass wir es mit dem polnischen Volk geschafft haben, genau wie mit den Franzosen, unsere Vergangenheit als Mahnung für ein friedliches, für ein freundschaftliches Miteinander für die Zukunft zu gestalten. Ich bin froh, dass wir beide Länder in der Europäischen Union sind und somit gemeinsam für unsere europäischen Werte eintreten.
Aus Jahrzehnten und Jahrhunderten von Vernichtung und Unmenschlichkeit zwischen den Völkern müssen wir die Erkenntnis ziehen, Werte wie Humanität, Zusammenhalt und Solidarität, Freiheit und Gerechtigkeit, diese Werte behaupten, umzusetzen und zu pflegen, das funktioniert nur gemeinsam. Nach meiner Meinung ist es auch die Aussöhnung von Polen und Deutschen, die zu Verständigung und Partnerschaft gewachsen ist. Diese Versöhnung und Einigung in den europäischen Kontext zu setzen, kann sich unter anderem auch nur dann vortragen, wenn beide Länder weiterhin nach Kräften der Freiheit und Einigkeit in unserem gemeinsamen europäischen Lebensmodell erscheinen. Ich möchte gerne noch einen persönlichen Bezug bringen. Mein Name Boginski sagt es ganz klar, meine Vorfahren stammen aus Polen, väterlicherseits. Es ist so. Und meine Vorfahren mütterlicherseits waren Wolgadeutsche und beide haben sich letztendlich vor dem Zweiten Weltkrieg in Ostpreußen wieder getroffen, sind dort also aufgewachsen. Und es war ihre Heimat und ich kann mich also sehr gut daran erinnern, jeden Morgen oder immer wieder war also die Rede von der alten Heimat, sie fühlten sich als Vertriebene. Und als ich Schulleiter wurde, beziehungsweise Geschichtslehrer wurde, war es mir sehr wichtig, hier nochmal den geschichtlichen Kontext etwas genauer zu untersuchen. Und ich habe sehr früh angefangen, mit der Goethe-Realschule Partnerschaften mit Delmenhorst, das ist eine Stadt in Westdeutschland, aber auch mit Gryfino, einer kleinen Stadt in Westpolen, aufzubauen. Und wir haben viele gemeinsame Projekte gemacht. Und ein Projekt liegt mir besonders am Herzen. Das ist das Projekt, das 1997, 98 gelaufen ist, wo also 15 Schüler unserer Schule, 15 Schüler aus Gryfino und 15 Schüler aus Delmenhorst sich sowohl in Deutschland als auch in Polen getroffen haben und Zeitzeugen befragt haben. Wir haben es Zeitstrom genannt, würde Ihnen die Broschüre nachher gerne checken wollen. Und wir haben Polen interviewt, oder unsere Schülerinnen und Schüler haben Polen interviewt, die östlich von Oder und Neiße leben und haben festgestellt, und das war für meine Schüler sehr wichtig, dass es auch polnische Vertriebene gibt, dass es ähnliche Schicksale wie in Deutschland gibt. Und das hat meinen Schülerinnen und Schülern nochmal so einen Verständigungsschub gegeben, dass nicht nur wir davon reden können, sondern dass durch die Unwillen des Zweiten Weltkrieges viele in Bewegung geraten sind, was ich eher negativ jetzt meine als positiv. Johannes Paul II., der von uns allen hoch verehrte, sagte, dass es seiner Überzeugung nach Gottes Wille sei, dass Polen und Deutsche Nachbarn sind und es sich zur Aufgabe machen sollten, gut miteinander zu leben. Ich bin der Überzeugung, dass wir nicht nur Nachbarn sind, ich bin der Überzeugung, dass wir mehr sind. Die deutsch-polnische Freundschaft sollte uns in die Zukunft tragen können. Wir fangen hier im Kleinen an, in Schulen, in Vereinen, in Städten wie Eberswalde und Gorschow. Und es ist jetzt an der großen Politik, es uns nachzumachen. Ich finde einfach, die deutsch-polnische Freundschaft sollte ein Motor für die Europäische Union sein. Und ich hoffe einfach, dass wir heute wieder so ein kleines Stück dem entgegenkommen. Herzlich willkommen hier in Eberswalde und natürlich wie immer ein kleines Geschenk für Sie extra heute, diese Broschüre. Und natürlich, wir sind hier im Paul-Wunderlich-Haus. Die Bilder, die Sie jetzt hier sehen, sind von seiner Frau gemacht, das sind Fotografien. Aber er selber war ein begnadeter Künstler und Maler und es gibt ein wunderbares Werk über seine Werke und das würde ich Ihnen gerne mitgeben, dass Sie einfach Lust bekommen, mit Ihrer Familie nochmal nach Eberswalde zu kommen, würde ich mich sehr darüber freuen. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Bürgermeister, für das sehr schöne Grußwort, meine Damen und Herren. Wir wissen es, so ein Salon kann auch nicht ohne Partner stattfinden. Ich möchte da an der Stelle noch einmal den Lions Club auch erwähnen, der den Start des diplomatischen Salons sehr gut mitbegleitet hat. Und jetzt seit der dritten Ausgabe hintereinander ist jetzt der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft hier im Landkreis Barnim ein aktiver Partner und auch heute Abend die Privatbäckerei Wiese, die ich an der Stelle schon einmal erwähnen und danken möchte. Und daher bitte ich jetzt auch noch kurz um ein Grußwort des Vertreters des BVMW, Herrn Mike Marschke. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Botschafter, sehr geehrter Bürgermeister, lieber Martin, liebe Vertreter von Politik und Wirtschaft. Ich mache es ganz kurz, weil ich dachte eben schon wieder, also der Bürgermeister hat mich schon wieder voll aus der Seele gesprochen, hat eigentlich so mein Manuskript abgearbeitet.
Ich werde es kurz machen. Ich habe mich besonders auf diesen diplomatischen Salon gefreut. Warum? Weil es wahrscheinlich vielen so geht, wie es der Bürgermeister jetzt gesagt hat. Da gibt es familiäre Verflechtungen, die ja, historisch gewachsen sind. Aber als Vertreter des Bundesverbandes vor allem eben ja, auch sagen wir mal, wirtschaftliche Verflechtungen. Also wir vertreten hier gerade in unseren Landkreisen viele Unternehmen, die wirklich regelmäßig, damit meine ich täglich, einen Austausch haben mit den polnischen Unternehmen. Also da wirklich ein Austausch stattfindet. Es fahren viele wirklich Barnim oder Uckermarker Unternehmer nach Polen und verrichten dort ihre Leistung. Viele kommen natürlich auch hierher. Wir haben einen großen Austausch, was das Thema Fachkräfte angeht. Das ist eine große Aufgabe, die wir versuchen zu handeln, so ein bisschen als Bundesverband, dass wir da vermitteln können. Und wir haben, was quasi eine große Aufgabe jetzt wieder meinerseits ist, da ist ja eher so die Nachkriegsgeneration, jetzt bin ich wieder der ein bisschen Jüngere, der versucht, hier die Fahnen für die jungen Unternehmer in den Wind zu halten. Wir haben einen Jungunternehmerverband, so will ich es einfach mal sagen, also den jungen Mittelstand. Und der junge Mittelstand hat wirklich schon mittlerweile seit 3 Jahren jetzt sich das zur Aufgabe gemacht, dort einen sehr, sehr intensiven Austausch zu haben. Also nicht nur mit Polen, sondern generell international. Aber wir haben einmal im Jahr über diesen Young Entrepreneurs Kreis in Katowice einen großen Erfahrungsaustausch, wo eben wirklich international Unternehmer zusammenkommen, gerade junge Unternehmer eben bis 40 Jahre, und sich dort ja, vernetzen, gucken, wo geht's hin, wo kann man Projekte miteinander machen. Und das ist echt spannend. Dazu kann ich wirklich nur mal alle jungen Unternehmer einladen, sich da vielleicht die Lust haben, an so einer Delegationsreise teilzunehmen, sich dort mal zu melden. Also es ist halt Wahnsinn, wie die nächste Generation, wie offen und wie herzlich die miteinander umgehen. Also es macht wirklich Spaß, das zu sehen. Von daher, ich freue mich auf diesen Abend jetzt. Ich bin gespannt, na klar, bin Vertreter des Bundesverbandes. Wir haben viele Veranstaltungen jetzt gemacht in Vorbereitung der Europawahl mit mehr oder weniger guten Besuch, was uns natürlich immer so ein bisschen auf der Seele brennt, weil wir denken, ist das Interesse wirklich so klein? Vielleicht erfahren wir ein bisschen was, wie ist in Polen, ist da ein größeres Standing oder ist da auch eher Zurückhaltung? Das wäre schon mal so die erste Frage, die ich mit reinschieße, und ansonsten wünsche ich erstmal allen einen schönen Abend. Ja, nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung, meine Damen und Herren. Jetzt kommen wir auch gleich zum Hauptteil des Abends, zum ersten Hauptteil des Abends. Wie immer an der Stelle möchte ich Ihnen unseren Gast kurz vorstellen. Herr Professor Dr. Andrzej Przybylski ist außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter in der Republik Deutschland. Er ist Jahrgang 1958, war bis 2016 am Institut für Kulturwissenschaften der Adam Mickiewicz-Universität in Posen tätig. Als Direktor des Florian Saniecki-Zentrums entwickelte er die von diesem herausragenden polnisch-amerikanischen Wissenschaftler begründeten kulturwissenschaftlichen Ideen weiter. Er ist unter anderem Stipendiat der Bonner Humboldt-Stiftung und des Wiener Instituts für die Wissenschaften vom Menschen. In den Jahren 1996 bis 2001 war er Leiter der Abteilung Kultur und Wissenschaft der Botschaft der Republik Polen in Deutschland. Er ist Koordinator der Sektion Außenpolitik des Nationalen Entwicklungsrates beim polnischen Präsidenten. Er war Mitglied des Komitees für philosophische Wissenschaften der Polnischen Akademie der Wissenschaften, beschäftigt sich mit neuzeitlicher und zeitgenössischer europäischer Philosophie und mit der philosophischen Analyse von Kultur und Zivilisation. Er ist Autor von 8 Büchern, unter anderem auf Deutsch »Warum Polen ein Wert ist«, »Die hermeneutische Wende der Philosophie«, oder auch Ethik im Lichte der Hermeneutik. Er ist auch wissenschaftlicher Herausgeber von weiteren 20 Büchern oder Publikationen. Er ist Mitglied des Vorstands der Internationalen Hegel-Gesellschaft und war Professor für Philosophie an der Universität Chemnitz. Außer Politik, Philosophie und Kultur sind besondere Leidenschaften Tennis und Musik. Er musiziert selbst als Laie, Gitarre, Keyboard und Akkordeon, ist verheiratet mit der Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs und hat 2 Söhne und 5 Enkel. Herr Botschafter, nochmals herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Danke für diese vorbildliche Vorstellung. Sehr verehrter Bürgermeister, lieber Herr Höck, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sollte auch vielleicht Herrn Broder grüßen, aber er ist mit mir meinetwegen gekommen. Da haben Sie einen Sondergast.
Gut, herzlichen Dank für diese Einladung. Ja, ich bin gerne gekommen, weil ich ja Polen nicht nur vertreten, aber manchmal auch verteidigen muss. Ich bin ziemlich kämpferisch, da wurde gesagt, dass ich Tennis spiele bis jetzt, also ziemlich gut. Die Veranstalter haben mir gesagt, dass ich ungefähr 25 Minuten Zeit für meine Ausführung habe und danach gibt es Zeit für Diskussion. Und in dieser können wir die Themen ansprechen, die in meinem Vortrag keinen Platz finden und für Sie besonders interessant sind. Denn wie Sie sich vorstellen können, musste ich eine Wahl der Aspekte vornehmen, damit der Vortrag nicht zu oberflächlich sei. Die Botschafter werden üblicherweise, damit bin ich auch konfrontiert, als Propagandisten für ihr Land wahrgenommen. Aber ich bitte Sie, das war in der Vorstellung meiner Persönlichkeit auch deutlich, nicht zu vergessen, dass ich nicht Diplomat, sondern Philosoph bin, ein Kulturphilosoph wohlgemerkt, und für einen Philosophen, wie die Bezeichnung selbst aussagt, ist die Wahrheit, beziehungsweise die Wahrheitssuche, das oberste Gebot. Sie erinnern sich vielleicht an den Spruch von Aristoteles, Amicus Platos et magis amica veritas, Plato ist mein Freund, aber Wahrheit ist ein größerer Freund. Und mein ganzes Leben versuche ich, mich an diesem Motto zu halten. Gleichzeitig will ich nicht verheimlichen, dass ich mit der Politik und der, sagen wir, Philosophie der jetzigen polnischen Regierung sympathisiere und eigentlich nur deshalb das Angebot des Staatspräsidenten und des Außenministers Polens angenommen habe, hier in Berlin mein Land zu vertreten. Mein Job habe ich mich von Anfang an als schwierig vorgestellt, bei weitem aber nicht so schwierig, wie er in Wirklichkeit ist. Warum? Dies wird sich hoffentlich im Verlauf meiner Ausführung einigermaßen klären. Wie schwierig die deutsch-polnische Geschichte gewesen war, wissen Sie alle, das war auch angemerkt. Es ist uns dennoch gelungen, nach dem schrecklichen Krieg, in dem ein Sechster der polnischen Bevölkerung umgekommen ist, eine Versöhnung zwischen den beiden Völkern anzufangen. Eine Versöhnung, die vielleicht noch nicht abgeschlossen ist. In einer Rede im Auswärtigen Amt habe ich drei Meilensteine benannt: den bekannten Brief der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Kollegen, dann den Kniefall Willy Brandts und den Denkmal des Warschauer Ghettos, der mit seiner neuen Ostpolitik verbunden war, und drittens die Erklärung der frisch gegründeten Solidarność-Gewerkschaft, Solidarność-Bewegung, sollte ich sagen, über die Bereitschaft, die Wiedervereinigung Deutschlands anzuerkennen. Nun aber müssen wir uns die Frage stellen, ob die Zeit zwischen 1980 und 2090 für unsere Beziehungen ausschließlich positiv war. Mehrheitlich ja, würde ich sagen. Es gab aber Zeitperioden und Ereignisse, die furchterregend waren. Ich nenne nur beispielsweise die Distanzierung der von der SPD dominierten Regierung von der Solidarność-Gewerkschaft oder die Tätigkeit der preußischen Treuhand und des Bundes der Vertriebenen unter der Leitung von Frau Steinbach. Dies gehört aber glücklicherweise der Geschichte. Was uns heute Sorge bereitet, ist vielmehr das Verhältnis der deutschen Gesellschaft, der deutschen Medien und der deutschen Politik zu der völlig demokratisch gewählten und legitim das Land reformierenden Regierung Polens. Eine Regierung, die aus der Koalition, das muss gesagt werden, von drei Parteien entstanden war, mit der von Jarosław Kaczynski gegründeten Partei Recht und Gerechtigkeit an der Spitze. Und sie regiert seit fast 4 Jahren. Und man kann die Frage stellen, wie es sich auf die deutsch-polnischen Beziehungen und die Lage der Europäischen Union auswirkt. Ich fange also mit meiner Deutung, meiner Beschreibung dessen, was gegenwärtig in Polen abläuft, geschieht. Vor 2 Jahren wurde dem englischen Politologen, sehr berühmten Professor Timothy Gavnash, der Karlspreis in Aachen verliehen. Bei dem Empfang kam ich auf den Preisträger zu, um ihm zu gratulieren. In einem kurzen Gespräch sagte ich, dass ich das, was sich jetzt in Polen abspielt, als
eine Vollendung der solidarischen Revolution. Sehe und sehe, verstehe. Er war sichtlich überrascht und sagte, so habe ich das nicht betrachtet, nie betrachtet. Und dennoch bin ich überzeugt, dass diese These wahr ist und dass die Wahrheit dieser These über den Sieg der konservativ-patriotischen Parteiallianz entschieden hat. Um die Situation im jetzigen Polen zu verstehen, müssen wir ins Jahr 1989, also Wendejahr, zurückkehren. Polen war bekanntlich das erste Land, das die Möglichkeiten der Sowjetunion bezüglich der Reaktion auf die legitime Freiheitsansprüche der Gesellschaften Osteuropas getestet hat. Die Polen waren immer Apostel der Freiheit, Leute, die bereit waren, für eigene und fremde Freiheit zu sterben. Deshalb vollbrachten sie diesen Test auf die Kraft der Sowjetunion sozusagen im Namen aller damals noch kommunistischen Länder. Wir mussten aber dafür einen ziemlich hohen Preis zahlen. Dieser Preis war ein fauler Kompromiss mit der kommunistischen Partei und mit den kommunistischen Geheimdiensten. Der Geburtsort dieses Kompromisses war der sogenannte Runde Tisch. In der ganzen Welt wird das Mabel, dieses Modell des runden Tisches, gelobt. Vielleicht auch berechtigterweise. In Polen wurde dieses Modell jedoch missbraucht. Er wurde dadurch belastet, dass sich die Kommunisten den Partner selbst auswählen durften. Das heißt, nicht alle wichtigen Oppositionsanführer und Oppositionsströmungen durften daran teilnehmen. Nicht alle Weltanschauungsgruppen wurden eingeladen. Der Runde Tisch war also nicht repräsentativ. Und last but not least, die Gewinner des Runden Tisches entschieden sich an der Absprache mit den Kommunisten auch nach dem Zerfall der Sowjetunion, also nach dem Verschwinden der Gefahr der sowjetischen Intervention, zu halten. Trotz der Verletzung der Demokratieprinzipien in der ersten halbfreien Wahlen und trotz der Bedrohung des geplanten Übergangs zur sozialen Marktwirtschaft durch postkommunistische Seilschaften. Der Übergang zum kapitalistischen Wirtschaftssystem hat dennoch sehr schnell Früchte getragen. Die Bürger von Polen erwiesen sich als unternehmungslustig und fleißig. Es herrschte die Überzeugung, dass der freie Markt die Lösung für alles ist und dass wir uns um die Politik im Sinne der Sorge um gemeinsames Wohl nicht mehr kümmern müssen. Der Markt wird alles regeln. Es herrschte mit anderen Worten der Neoliberalismus. Der Gewinn der Transformation wurde jedoch sehr eigenwillig verteilt. Die Reichen, oft ehemalige Parteifunktionäre, wurden immer reicher, die Armen, das heißt die Arbeiter, darunter die Solidarność-Mitglieder, immer ärmer. Und die selbsternannten Eliten erklärten es so: Ein Teil der polnischen Gesellschaft sei außerstande, die Regeln des neuen Systems zu verstehen. Das sind die Ewiggestrigen, sie werden mit der Zeit aussterben, wir sollten uns darum wenig kümmern. So ist eine Zweiklassengesellschaft entstanden und in dieser ersten privilegierten Klasse konnte man eine Menge der ehemaligen Parteifunktionäre, der Offiziere, der Geheimdienste und so weiter und so fort finden. Die Kämpfer der Solidarność-Bewegung, die das System zum Fall brachten, waren mehrheitlich in der zweiten. Und sie sahen mit bloßen Augen das Unrecht und die Ungerechtigkeit verbunden mit vielen Affären. Sie ließen sich mit der These über ihre Rückständigkeit nicht anfreunden. Zu Recht glaubten sie, dass der Profit der Transformation anders verteilt werden sollte. Und das ist der Kern des Sieges der Partei Recht und Gerechtigkeit vor 4 Jahren. Selbstverständlich ist es verbunden mit der Misswirtschaft der vorletzten Regierung, einer Misswirtschaft und einer Vernachlässigung der staatlichen Angelegenheit, die immer wieder in die Öffentlichkeit durchgesickert sind. Deutsche Medien schwiegen darin. Daher ist es in Deutschland so gut wie unbekannt. Kulminiert hat es, als die geheimen Aufnahmen aus einem Warschauer Restaurant publiziert worden,
in der viele Regierungsminister oder die Politiker der Tusk, Donald Tusk-Partei, also diese bürgerliche Plattform, die damals regierte, und andere Staatsfunktionäre sehr oft verkehrten. Man sah darauf ein Bild des absichtlich geschwächten, fast verwüsteten Staates, um den sich die Herrschenden gar nicht kümmert. Eines Landes, das auf die finanziellen Subsidien aus Brüssel angewiesen ist. Eines Landes, dessen höchsten Beamten vor allem an die Karriere in Brüssel denken. Eigentlich war das schon nach 4 Jahren der Regierung der bürgerlichen Plattform, also im Jahre 2011, klar zu sehen. Damals aber schaltete sich die Europäische Kommission in unsere Wahlen ein und erklärte durch ihre Funktionäre, nur wenn ihr Polen weiter diese leitende regierende Partei wählen werdet, könnt ihr mit den versprochenen Geldern rechnen. Und das Volk ließ sich damals beängstigen und wählte die bürgerliche Plattform nochmal. 2015, 4 Jahre später, nach weiteren Misswirtschaftsbeispielen geschah es nicht mehr. Die EU-Funktionäre waren sichtlich glücklich. Die PiS-Partei, also die Kaczynski-Partei, hat gewonnen in dieser Allianz mit 2 anderen kleineren Parteien, wie ich gesagt habe, weil die Mehrheit der Bevölkerung den Stand des Landes gesehen hat und weil diese Partei grundsätzliche Reformen versprochen hat. Und sie ist die erste Partei in der Transformationsgeschichte Polens, die ihre Versprechungen hält. Wenn einige von ihnen nicht hundertprozentig verwirklicht werden, so liegt die Schuld fast immer nicht bei der Regierung. Ich meine vor allem die Justizreform, die Besteuerung der Banken und Supermärkte, die Repolonisierung der Medien durch ein neues Mediengesetz. Sie alle wurden bis dato von der Europäischen Kommission langsam bzw. blockiert. Ich nenne also jetzt kurz einige Reformen und informiere Sie, meine Damen und Herren, über Ihr Ergebnis. An erster Stelle sollten viele Gesetze genannt werden, die das Funktionieren der Wirtschaft regeln, verbessern, entkriminalisieren. Dazu zählen auch Gesetze, die dem Staat ermöglichen, die gesetzliche Besteuerung zu kassieren. Weltbekannt ist der Erfolg der neuen polnischen Regierung in der Einzahlung der Mehrwertsteuer, die Zerstörung der sogenannten Mehrwertsteuerbetrüge. Stellen Sie sich vor, in den 8 Jahren, 2 Regierungsperioden der Tusk-Parteiregierung oder PO-Regierung, die deutsche Plattform, ist die Mehrwertsteuer in der Größe eines Jahresbudgets des Landes einfach verschwunden. Das heißt, wegen der schlechten Regelungen und den korrupten Beamten ist jedes Jahr ein Achtel des Staatsbudgets einfach nicht in der Kasse. An zweiter Stelle steht die schon erwähnte Justizreform, die komplizierteste von allen. Und zwar aus vielen Gründen, die ich hier aus Zeitgründen nicht erklären kann, vielleicht in der Diskussion, kommen wir zurück auf das Thema. Laut Statistiken gibt Polen pro Kopf am meisten in Europa für seine Justiz aus. Trotzdem haben wir eines der schlechtesten, denn ungerechten und langsamsten Justizsystems. Circa 70% der Bevölkerung war und ist also dafür, dass es verändert werden müsste. Und es wird verändert, beginnend mit der Reform der ordentlichen Gerichte, der erneuten Benennung des Justizministers zum obersten Staatsanwalt, mit der Reform des Verfassungsgerichtshofes und des Obersten Gerichts sowie des Landesjustizrats. Eines muss ich Ihnen schon jetzt vormerken: Die These, die in den westlichen Medien weit verbreitet ist, dass die Regierung bzw. die PiS-Partei sich das Justizsystem, das heißt vor allem die Richter, unterordnen will, ist völlig falsch. Findet keine Begründung, keine empirische Begründung. Es ist ganz umgekehrt. Viele Richter politisieren sich und zwar treten politisch auf gegen die regierende Partei. Also politisieren sich, was eigentlich ein Rechtsbruch bedeutet, und stehen fast immer an der Seite der sogenannten totalen Opposition, weil die polnische Opposition nennt sich eine totale Opposition. Das heißt, diese Richter haben keine Angst.
dass sie von irgendwelchen Repressalien getroffen werden. So in aller Kürze über die Justizreform. Danach kam die Reform der Armee, des Rentenalters, der schulischen Ausbildung, der Polizei, der wissenschaftlichen Forschung und so weiter und so fort. Der Staat begann wieder zu funktionieren. Ein weitgreifendes System der sozialen Hilfe konnte eingeführt werden, wie zum Beispiel die 500 plus, ein Geldzuschuss für Familien, für das zweite und weitere Kind, sechs, der finanziellen Stärkung der ersten Familien und das Wachstum der Geburtsraten in einer immer alternden Gesellschaft. Und es funktioniert. Könnte sogar auf das erste Kind erweitert werden, vor zwei, drei Monaten. Und auf Anhieb zog es fast 90% der ärmsten Familien aus der Armut. Wir vermerken auch einen kleinen, aber stetigen Zuwachs an Geburtsraten, denn die Polinnen wollen Kinder haben, die Regierung muss nur gute Bedingungen dafür schaffen. Eine sogenannte durchschnittliche Polin in Großbritannien, und inzwischen leben über eine Million Polen in Großbritannien. Das ist die stärkste Minderheit in Großbritannien, zahlreicher als die Pakistaner in Indien. Also eine durchschnittliche Polin in Großbritannien, wo, wie gesagt, eine Million Polen unter Tusk-Regierung emigrierten, vor allem unter Tusk-Regierung, hat, die Polen hat über drei Kinder, 3,4 glaube ich. In Polen sind es 1,4. Und die Kinder sind die Garantie, dass unsere Gesellschaft nicht zusammenbricht. Ähnliche Hilfeprogramme werden für die Rentner eingeführt, damit sie würdig die letzte Etappe ihres Lebens genießen können. Durch ein gesundes Verteilungssystem profitieren alle Gruppen und Schichten der Gesellschaft von den Erfolgen der wirtschaftlichen Aufschwung. Und diese Erfolge sind nicht zu bezweifeln. Ich nenne nur ein paar Daten. Ich fange an mit der Wirtschaft. In den letzten drei Jahren erreichten wir den größten Aufschwung der Wirtschaft in den letzten drei Jahrzehnten. Einen über 5%igen Wachstum. Die Arbeitslosigkeitsquote ist an der niedrigsten Stufe, ca. 3% seit der Wende. Die Liquidierung der Mehrwertsteuerbetrüge gab der Regierung, wie ich schon gemerkt habe, Mittel für die teuren sozialen Programme. Ständig wachsen die Löhne der Arbeitnehmer. Für die Unternehmer werden rechtliche Regulierungen durchgesetzt, die ihre Investitionen vereinfachen. Wir wagen größere Projekte, über die unsere Vorgänger gar nicht geträumt hatten. Zum Beispiel die sogenannte Drei-Meere-Tremarum-Initiative, eine wirtschaftliche Verbindung der Länder an der östlichen Grenze von Estland bis Kroatien und Bulgarien, Grenze der EU. Oder ein großer Flughafen für ca. 40 Millionen Passagiere bei Lodz, der zweitgrößten Stadt Polens. Und das sind nur einige Beispiele. Eine andere wichtige Reform ist die Reform der Armee, die bis vor kurzem vor der vorgängigen Regierung immer kleiner gemacht wurde. Noch vor 4 Jahren sagten viele polnische Generäle, auch öffentlich, dass im Falle einer Aggression, eine Attacke Russlands auf Polen, die Russen in 3 Tagen in Warschau stellen. Heute ist es völlig ausgeschlossen. Ich brauche nicht zu betonen, dass die Erneuerung der polnischen Armee ganz Europa und auch Deutschland stärkt, vor allem aber das Baltikum. Die polnische Armee gehört schon jetzt zur stärksten Armee der NATO. Ähnlich Positives geschieht im Schulsystem und in der Polizei. Es wächst die Überzeugung der Mehrheit der Gesellschaft, dass sie gut geschützt wird, dass sie gut regiert wird und dass in Polen keine No-Go-Zones entstehen können und entstehen werden. Viele Exilpolen, aber auch viele Ausländer siedeln aus diesem Grund wieder in Polen an. Ich will Sie, meine Damen und Herren, mit weiteren Einzelheiten nicht langweilen. Ich beende diese Aufzählung mit der These, die ich vor 3 Monaten an der Frankfurter University of Applied Sciences vorgetragen habe. Auch der Pluralismus der polnischen Medien hat sich verbessert und kann heute für Europa eigentlich vorbildlich sein. Die Landschaft der gedruckten Medien reicht von der postkommunistischen Tribuna, damals Tribuna Ludu, über die postmodern-liberale Gazeta Wyborcza bis zu christlichen
gość niedzielny, Sonntagsgast und konservativ-patriotischen Gazeta Polska, polnische Zeitung. Von den drei führenden Fernsehanbietern ist nur eine regierungsnah, zwei weitere sind mehr oder weniger regierungskritisch. Einfaches Umschalten reicht aus, um aus verschiedenen Quellen informiert zu werden. Verschweigen einer wichtigen Nachricht, die aus Köln vor ein paar Jahren, aus der Silvesternacht, ist so gut, in diesem System so gut wie ausgeschlossen. Im Internet haben die regierungskritischen Medien ein Übergewicht von ca. 9 zu 1. Über eine Verstaatlichung der Medien kann also keine Rede sein. Polen geht es also gut, so gut wie nie in diesen 30 Jahren. Dies muss von den redlichen Menschen zur Kenntnis genommen werden. Und Deutschland hat große Verdienste für diesen Zustand, vor allem wegen der Unterstützung Polens bei dem EU-Beitritt und wegen der vorbildlichen Kooperation in der beiden Wirtschaften. Es entstehen immer neue Unternehmen. Vor circa 2 Monaten fand das erste deutsch-polnische Wirtschaftsforum statt, bei dem die Wirtschaftsminister beider Länder, Altmaier und Mianowicz, über gemeinsame Produktion der Batterien für Elektromobilität sprachen. Für Polen, Deutschland, Frankreich und Spanien. In einem gemeinsamen Projekt. Sachsen will mit Polen ein Forschungszentrum der künstlichen Intelligenz an der Grenze aufbauen. Diese ganz aktuellen Beispiele mögen reichen, um die wachsende Rolle Polens in dem europäischen Produktions- und Innovationssystem zu verdeutlichen. Kein Wunder, Polen zählt fast 40 Millionen Menschen, von denen fast die Hälfte eine gute, solide Bildung hat und kreativ und fleißig arbeiten kann. Das wirtschaftliche Handelsvolumen zwischen Polen und Deutschland betrug im vorigen Jahr fast 120 Milliarden Euro, was Polen an der 7. Stelle der deutschen Wirtschaftspartner platziert, Großbritannien, die auf dieser Liste Nummer 6 ist und nur 500 Millionen mehr als Polen hat, als Polen in Deutschland, werden wir, glaube ich, bald überholen können. Auch Polen als Land wird für deutsche Bürger immer interessanter. Deutsche Touristen zum Beispiel sind ein Drittel der gesamten Zahl der Touristen, die jährlich Polen besuchen. Es gibt über 1000 Städtepartnerschaften, dennoch ist das Verständnis dessen, was gegenwärtig in Polen geschieht, in deutscher Gesellschaft ungenügend, beziehungsweise sogar falsch. Es folgt also jetzt meinerseits eine kurze Darstellung des jetzigen Polenbildes in Deutschland. In Deutschland wird die Aufnahme der neuen Regierung von Anfang an schlecht. Dies hängt mit der reibungslosen Zusammenarbeit der ehemaligen Regierung, Tusk-Regierung mit Deutschland zusammen und resultierte 2015 in der Unterstützung der polnischen Opposition, in der die Tusk-Partei die Hauptrolle spielte und spielt. Diese Unterstützung seitens Deutschland hatte verschiedene Formen und Quellen. Vor allem ging sie von den deutschen Medien, ganz offensichtlich, aber auch von der deutschen Politik ein bisschen versteckt aus. Ein wenig, sage ich, denn das ständige Platzieren der Treffen der deutschen Politiker, die zum Besuch nach Polen gingen, mit der polnischen Opposition, sind, glaube ich, in den Besuchsprogrammen eher eine Seltenheit. Ich würde sogar sagen, eine Merkwürdigkeit. Trifft sich Frau Merkel zum Beispiel bei Frankreich-Besuchen etwa mit Marie Le Pen? Weil diese Opposition sich als total bezeichnete und mit allen möglichen, auch moralisch dubiosen Mitteln die Wahlgewinner, die jetzige Regierung, bekämpfte, wurde diese deutsche Sympathie für sie bei der Mehrheit der Polen mit großer Unzufriedenheit empfangen. Viele hatten den Eindruck, dass sich Deutschland den Sturz dieser Regierung wünscht, und zwar so schnell wie möglich. Alte Vorurteile gegenüber Deutschland und der deutschen Politik kehrten zurück. Noch im Jahre 2017 hörte ich in Berlin sehr oft, dass wir Polen die einzige Rettung der Demokratie, dem sogenannten KOD, Komitee zur Verteidigung der Demokratie, zu verdanken hätten. Ich fragte mich, ob sich die Deutschen wirklich darüber informierten, was bei uns wirklich geschieht. Denn dieser KOD, dieser Komitee für Verteidigung der Demokratie, war eine merkwürdige Organisation, deren Handlungen sich sehr oft
außerhalb von Recht und Demokratie platzierten. So war der Empfang in Berlin des Anführers dieser Organisation, Mateusz Kijowski, auf Salons für uns kaum zu verstehen. Heute steht er mal unter Anklagen der Korruption. All dies hängt zusammen mit den Berichten der deutschen Medien über Polen. Diese Berichte sympathisierten eindeutig mit der Opposition. Nicht länger als gestern habe ich einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen, der mich empört, auch in diese Richtung, Sympathie mit der Opposition und Kritik, unberechtigte Kritik der Regierung. Und ihre Beiträge sind für die deutsche Gesellschaft die Hauptquelle der Information über Polen. Dies gilt, glaube ich, auch für die Welt der Politik, obwohl man sich hier besser wissensquer vorstellen durfte. Deshalb bin ich, meine Damen und Herren, immer wieder mit der Situation konfrontiert, dass meine Diskutanten, meine deutschen Diskussionspartner besser zu wissen glauben, was in Polen abläuft als ich und sind für das wirkliche, begründete Wissen gesperrt. Ich nenne zwei Beispiele. Als bei uns die Turbulenzen um den Verfassungsgerichtshof entstanden sind, habe ich zwei ausgezeichnete Juristen, beide Juraprofessoren aus dem Bereich des Verfassungsrechts, nach Berlin eingeladen, um deutsches Publikum darüber zu informieren und mit ihnen darüber zu diskutieren. Wir haben damals 30 Juraprofessoren von den vier naheliegenden Universitäten, zweimal Berlin, Potsdam und Jena, eingeladen. Und 30 Journalisten, die über diesen Bereich schrieben. Es ist ein einziger Journalist, und zwar aus der regionalen Zeitung gekommen, und zwei Professoren, mit denen ich nach der Veranstaltung gesprochen habe. Und ich fragte sie, warum sie keine Frage an die Referenten stellten. Die Antwort war eindeutig, weil, sagten sie, alles ziemlich klar war und das Recht liegt an eurer Seite. Die übrigen 28 Professoren blieben wahrscheinlich bei ihren ursprünglichen, unberechtigt kritischen Meinungen. Ein halbes Jahr danach, im Zusammenhang mit einer weiteren Justizreform, ist einer der einführenden Justizminister nach Berlin gekommen und hielt einen Vortrag an der Humboldt-Universität. Kein einziger Professor ist zum Vortrag gekommen. Auch die Art und Weise, wie die polnische Justizreform in Brüssel betrachtet wird, weckt Enttäuschung und Irritation in Polen. Wir liefern zum Beispiel einen 100-seitigen Bericht, in dem wir zeigen, wir glauben sogar, wir beweisen, dass jedes Stück unserer Reformen in einem anderen europäischen Land seit Jahren funktioniert. Wir liefern das und nach 2 Stunden bekommen wir von der Europäischen Kommission die Antwort, nein, das ist nicht ausreichend. Nach 2 Stunden, wie kann man in 2 Stunden 100 Seitenbericht studieren. Das sieht also, meine Damen und Herren, wie ein Bashing-Polen aus, kann aber Konsequenzen, und das kann vielleicht für Sie interessant sein, kann Konsequenzen für die ganze Europäische Union haben. Denn die Hoheit, die die Europäische Kommission über das Rechtssystem einzelner Länder unberechtigterweise gewinnt, hat keine Verankerung in den EU-Verträgen, kann aber von nun an in alle Länder angewendet werden. Zum Beispiel unter dem Vorwand, dass sowas wie europäische Werte verletzt wurden. Als jemand, der dem Problem der Werte als Philosoph viele Jahre Arbeit gewidmet habe, wage ich zu bezweifeln, ob sich so viel aus dem Wertekatalog des 2. Artikels des EU-Vertrags deduziert. Trotzdem melden sich immer wieder die Richter des Bundesverfassungsgerichts, allen voran Herr Voskule, mit Belehrungen und Kritik. Eine Kritik, die grundlos ist und die Unkenntnis der polnischen Grundverfassung evident erhält. Neulich war das ziemlich klar im Fall der Inruhestandversetzung der Präsidentin des Obersten Gerichts, die unsere wirklich und nicht nur plakativ partnerschaftliche Beziehungen ist dies nicht ohne Bedeutung. Und wir Polen würden es nie wagen, das deutsche Justizsystem beeinflussen zu wollen oder das Bundesverfassungsgericht zu belehren. Deutsche Politiker berufen sich sehr oft auf die Entscheidungen der Europäischen Kommission, vor allem der Europäischen Union, vor allem der Europäischen Kommission. Es wird gleichzeitig so viel über die deutsch-polnische Freundschaft erzählt,
nach den Jahren der allmählichen Versöhnung entstanden ist. Und Freude erwartet man aber, glaube ich, ein wenig mehr als die bloße Akzeptanz der Entscheidung der Europäischen Kommission. Wirkliche Freunde sollten sich mit der Entwicklung beim Nachbarn mehr beschäftigen, diese Entwicklung analysieren und sie anerkennen. Denn sie ist einfach evident. Und sie ist nicht auf eine Verletzung der Demokratie oder des Rechts aufgebaut. Ganz im Gegenteil. Der bloße Name der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit ist das Programm der Regierung. Es sollte mit den rechtlichen Mitteln eine fundamentale Gerechtigkeit für alle Mitglieder der Gesellschaft entstehen. Im Einklang mit den Werten der EU-Verträge, aber auch im Anklang mit den Prinzipien und Werten, die uns Polen in der Geschichte suchen. Und kurze letzte Zeit die Szenarien für die nahe Zukunft. Polen macht sich Sorgen um einige Sachen, die in der Bundesrepublik geschehen. Allen voran ist die sogenannte deutsche Willkommenskultur, infolge deren über 1 Million der illegalen Migranten oft nicht richtig identifiziert das Territorium der Europäischen Union erreicht haben. Wir haben nichts gegen Migration, wenn sie nicht außer Kontrolle gerät und keine Bedrohung für die Bevölkerung. Wir sind dessen bewusst, dass in der EU die Geburtsrate sinkt, und dass wir dadurch Arbeitskräfte importieren müssen. Wir Polen tun das auch. Infolge des wirtschaftlichen Pseudo-Erfolgs von der Tusk-Regierung, der sogenannten Grünen Insel, die Polen angeblich gewesen ist, haben fast 2 Millionen junge Menschen Polen verlassen. 1 Million Richtung Deutschland, 1 Million Richtung Großbritannien. Aber auch Irland. Und wir haben diesen Verlust mit ca. 1,5 Millionen Arbeitern hauptsächlich aus der Ukraine und Belarus kompensiert. All dies geschieht aber unter Kontrolle. Diese Leute integrieren sich gut, wollen arbeiten und verdienen, bereiten der Polizei kein Problem. Ich persönlich mache mich auch Sorgen um die wachsende Atheisierung Deutschlands. Weil ich glaube, durch den Bezug zur Transzendenz, das wirkt sich auf Weltanschauung und teilweise auf die Politik, aber das lassen wir jetzt beiseite. Was die Szenarien der deutsch-polnischen Beziehungen für die nahe Zukunft anbetrifft, so hängen sie ab, erstens von der Entwicklung innerhalb der Europäischen Union und zweitens von den Wahlergebnissen in Polen. In aller Kürze gesagt, wage ich zu behaupten, dass Polen eine moderne Gesellschaft bleibt, wenn Deutschland sich an der Schwelle zur postmodernen Gesellschaft befindet. Ich bin der Überzeugung, dass nur eine Rückkehr zur modernen Gesellschaft die Krise der EU überwinden kann. Moderne Gesellschaft ist es wurde erwähnt, dass ich im Präsidium der Hegel-Gesellschaft war, also ich bin aber 6 Jahre war, und das ist das, was ich jetzt vorstellen werde, ist quasi auf Hegel aufgebaut. Das heißt, moderne Gesellschaft ist auf 2 Säulen aufgebaut, auf der individuellen Freiheit der Personen und auf der Sittlichkeit. Und diese Sittlichkeit hat wiederum 3 Teile, Familie, bürgerliche Gesellschaft und Staat. Postmoderne Gesellschaften lehnen den 2. Teil, nämlich die Sittlichkeit, ab und reduzieren in Gewalt. Man sieht es beispielsweise in der jetzigen Krise der Familie. Dies übertragt sich auch auf die deutsch-polnische Beziehungen. Denn Polen ist der modernen Europäischen Union beigetreten. Und Deutschland, Frankreich noch mehr, bewegt sich Richtung Postmodern. Und das hat politische Folgen, über die wir vielleicht später diskutieren können. Ich nenne nur solche Erscheinungen wie Multikulti-Gesellschaft, Sonderrechte für die Homosexuellen oder das Projekt der Vereinigten Staaten Europas. Und der wachsende Protektionismus, vor allem in Frankreich zu sehen bei der Regierung von Macron. Ja, ich breche in diesem Moment ab und freue mich auf unsere Diskussion.
Botschafter, vielen Dank für diesen Vortrag, für diesen Überblick, für die auch sozusagen Übersicht oder Innenperspektive Polens zu vielen Themen. Ich habe das Gefühl, dass da auf jeden Fall viel Potenzial zur Diskussion im Raum auch existiert. Trotzdem vorweg, die Gäste unter Ihnen, die schon öfter hier waren, die wissen, dass meine erste Frage, ein bisschen klang es vielleicht schon durch, aber trotzdem nochmal die Frage dazu, die erste Frage an den Gast immer, was finden Sie besonders gut oder auch besonders nicht gut an Deutschland? Das ist so die erste Frage, die jeder Botschafter bekommt. Möchte ich Ihnen auch gerne noch einmal stellen. Wow, schade, dass Sie mich das früher nicht gesagt hat. Könnte ich mir Gedanken machen. Also, ich war von Deutschland fasziniert. Ich bin zum ersten Mal im Jahre 1987 nach Heidelberg gekommen und in einem Jahr noch zum zweiten Mal mit der Familie. Und ich habe mir damals also Träume gemacht, dass ich, wenn ich pensioniert werde, werde ich mir in Heidelberg eine Wohnung kaufen. Dann kam Berlin als vielleicht noch was Interessantes, aber inzwischen würde ich ja damit mit diesem Traum Probleme haben. Was mir in Deutschland gefällt, dass sich Deutschland nach jedem, das wird ein bisschen provokativ, Entschuldigung, nach jedem Krieg so wunderbar wiederentwickelt, ja, wie Phönix aus der Asche, das ist unglaublich. Andere Völker, andere Nationen brauchen viel Zeit und können sich quasi nicht restaurieren, aber in Deutschland ist ein Potenzial, vielleicht ist das rationales Denken, keine Ahnung, Fleiß auch und so weiter, das gefällt mir. Was mir in Deutschland gefällt auch, ist der Stand der deutschen Philosophie, das Niveau, das deutsche Philosophie erreicht hat, ist in der Welt einmalig eigentlich. Und deshalb sage ich manchmal, dass ich zwar polnischer Botschafter bin, aber zugleich deutscher Philosoph. Ja. Ich bin, das haben Sie erwähnt, ich bin Schüler und Fortsetzer der Hermeneutik von Hans-Georg Gadamer, den ich in Heidelberg getroffen habe, als er schon 87 war. Und seitdem bin ich quasi sein Botschafter auch, muss ich gestehen. Also seine Hermeneutik lebt quasi in mir, aber das war auch seine Idee, dass ich das machen werde. Ja, und aber viele andere Sachen, die mir gefallen. Ja, was mir nicht gefällt, ist diese Entwicklung in die Richtung der postmodernen Gesellschaft, die ich nur skizziert habe, darüber können wir mehr sagen. Als ich meinen Visegrad-Kollegen, ich werde vielleicht nicht verraten, welchen, getroffen habe nach meinem Kommen nach Berlin vor circa 3 Jahren, dann sagte er, ja, André, wir nutzen uns sofort. Frankreich, hast du Welbeck gelesen, hat er gefragt. Ja, siehst du, Frankreich ist nicht mehr zu retten, aber Deutschland vielleicht. Und ich, in meinem ersten Gespräch mit dem Bruder, habe ich zum Ausdruck gebracht, dass ein Teil meiner Arbeit hier ist, darüber zu reden, diesen Schritt zurück zur modernen Gesellschaft, die Deutschland mal war. Und das als Rettung für Europa, weil die Rolle von Deutschland ist also nicht zu überschätzen. Das ist die Hauptrolle, das muss man sehen. Und gute Entwicklung, von der guten Entwicklung profitieren alle Länder, von der schlechten Entwicklung in Deutschland wird die EU zerbrechen. Vielleicht, wir haben im Auto darüber viel diskutiert. Ich bin Optimist. Ich glaube, dass die EU kann reformiert werden, dass sich durch die neue Wahlen ins Europäische Parlament neue Konstellationen zum Ausgleich kommen zwischen, sagen wir, linken Kräften, Neoliberalen, die ich nicht als fortschrittlich bezeichne, weil ich bin skeptisch, ob sie diesen Ausdruck verdienen, und den, sagen wir, Konservativen. Kultur ist konservare, ja, Kultur ist nicht immer nach vorne laufen, sondern in dem erreichten Leben, das erreichte genießen, das erreichte zu entwickeln. Also da muss ein Ausgleich zwischen beiden Reformatoren und den Konservativen sein. Und es gibt kleine Chancen, vielleicht nicht so klein, dass sich die Europäische Union in diese Richtung entwickelt. Wir beobachten nicht nur Entwicklung in Polen, aber auch in Italien, Österreich. Über Ungarn werde ich nicht reden, weil ich immer als... Wenn ich etwas Positives über Orban sage, dann werde ich als sein Botschafter angegriffen. Das will ich nicht. Er macht, was er will. Wir sind in Polen auch inzwischen ein bisschen skeptisch.
was Orban angeht, aber das, ja, ein bisschen längere Ausführung am Anfang. Ja, trotzdem vielen Dank und vor etwa einem Jahr war Ihr Kollege aus Ungarn, Herr Peter Csakos, hier und hat sozusagen sein Land auch vorgestellt. Insofern haben wir das mit ihm auch schon besprochen. Meine Damen und Herren, wir haben etwa eine gute halbe Stunde. Wie gesagt, Ihre Fragen stehen im Vordergrund. Deswegen möchte ich auch grundsätzlich gerne gleich in die Diskussion mit Ihnen gehen. Eine erste Meldung sehe ich dort drüben. Bitte schön. Ja, Sie können sich vorstellen, was für ein Problem diese ganze Sache für mich als Botschafter ist. Also ich werde bei jeder Diskussion angesprochen, wie ich dazu stehe. Und die Regierung hat noch keine Position bezogen. Die Sache ist bearbeitet in einer Kommission, in einem Ausschuss im politischen Sejm. Vor 2 Monaten ist ein anderer Ausschuss für ausländische Politik, auswärtige Politik aus Warschau gekommen und traf den Ausschuss im Bundestag, und da hat ein Abgeordneter, der an diesem Bericht arbeitet, Mularczyk, hat angekündigt, dass sowas bald zum Gespräch kommen wird, und es gab keine Reaktion der deutschen Seite. Also dazu ist es schwierig, ja, moralisch bestimmt, juristisch vielleicht nicht erreichbar. Warum jetzt? Ich würde sagen, wenn ganz privat, das ist also keine Botschaft, was sagen das. Wenn Deutschland nach der Regierungsübernahme von PiS uns unterstützt hätte, dann würde diese Sache, glaube ich, gar nicht. Das ist meine Hoffnung, ich weiß nicht. Jedenfalls fühlten wir uns von Deutschland, verraten ist vielleicht zu groß, aber wenn man immer wieder kritisiert wird, ohne in die Tiefe der Reformen oder die Bedürfnisse für die Reformen einzugehen, und dass man immer auf unterschiedliche Art und Weise die Opposition unterstützt. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte, dass vor 3 Tagen, am 3. Mai, war eine große Rede von Donald Tusk angesagt, der sogenannte Präsident der Europäischen Union in Warschau. Er ist Vorsitzender des Europäischen Rates, also das ist so genannt, deshalb. Der Name ist nicht Präsident, sondern Vorsitzender, ja, in dem Sinne. Und man fragt sich, ob er wieder in die polnische Politik kommt oder nicht und so weiter. Und die Opposition wartete für ihn für einen Engel oder einen Apostel. Und vor seinem Vortrag, er war eingeladen an die Warschauer Universität, eine noble Institution, eingeladen von einer Monatszeitschrift, Liberté heißt das. Und als Vorredner vor ihm sprach der Editor-in-Chief, Chef dieser Zeitung. Und er hat nicht nur die Regierung, er hat polnische Katholiken, polnischen katholischen Glauben beleidigt, mehrmals. Das war eine Katastrophe. Und warum ich das erzähle? Diese Stiftung, diese Zeitung ist aus Deutschland finanziert, mehrheitlich. Von einer Stiftung, die von der Naumann-Stiftung FDP. Und das wird sofort sichtbar. Nach einem Tag schreiben Journalisten, Deutschen haben jeder was bezahlt, was uns beleidigt, uns schadet und so weiter. Und da müssen, ich glaube, da muss deutsche Botschaft in Warschau ein bisschen aufmerksamer sein, damit sowas nicht gibt. Weil wir haben so viel über Versöhnung gesprochen, aber wenn das zu Ende gemacht werden sollte, dann sollten wir aufpassen. Ich glaube, ich habe einmal eine These gesagt und manchmal wiederholt. 4 oder 5 deutsche Korrespondenten, jetzige, in Warschau,
machen die Arbeit der 30-jährigen Versöhnung kaputt, weil sie einfach den Standards der journalistischen Arbeit nicht treu sind. Es gibt Artikel, zum Beispiel in gewissen Reformen, wo nur eine Seite abgehört und dann wiedergegeben wird. Das ist gegen jeden Standard der journalistischen Arbeit, gegen Objektivität. Und dann macht sich jeder Gedanken, ob das die Meinung der Journalisten ist oder ob etwas Wichtigeres dahinter steht. Ja? Ich versuche als Botschafter diese zweite These abzulehnen, aber Leute in Polen dürfen sich diese Meinung machen. Das ist nicht nur Journalisten. Ja, dass diese Versöhnung vielleicht nicht so gelaufen ist, wie das angekündigt wird. Ja. Jedenfalls, wir sind auf Deutschland sehr offen. Polnische Gesellschaft ist sehr, trotz dieser Probleme, sehr pro-deutsch. Die Sympathie für Deutschland, für Deutsche ist nach wie vor ganz groß. Und in Deutschland für Polen viel kleiner. Viel kleiner. Obwohl wir quasi als Opfer stehen hier. Also das ist irgendwie komisch. Stimmt nicht, aber ich kann die Angaben zitieren. Das ist 30-40% und in Polen Sympathie für Deutschen 70%, ja, der Bevölkerung. So ist das. Ungefähr. Jetzt haben Sie neue Themen aufgemacht. Insofern sind auch gleich 5 Hände, glaube ich, nach oben geschossen. Zuerst hatte ich hier vorne Herr Trilow gesehen und dann gehen wir nach hinten weiter. Ja, Herr Botschafter, ich freue mich auch auf die Passierung. Ich meine, dass wir uns viel öfter, nicht wir persönlich, aber dass die Bürger aus Polen und die Bürger aus Deutschland sich viel öfter treffen sollten und einfach mal kennenlernen sollten. Ihre Erwähnung dieses Vortrags von Donald Tusk und das Umfeld ist jetzt, hat mich auf eine Frage gebracht, die möglicherweise ein bisschen ketzerisch ist, aber nach Ihren Ausführungen mir doch angebracht erscheint. Halten Sie es für möglich, dass Stiftungen wie die Naumann-Stiftung oder andere NGOs, die im Ausland arbeiten, dass die in Polen lieber nicht mehr arbeiten sollten und dass die polnische Regierung da ähnlich reagiert, beispielsweise in Ungarn ist ganz stark, in Moskau ist. Halten Sie sowas für möglich oder ist das ein Punkt? Nein, ich halte das für unmöglich. Das ist gegen unsere Tradition, gegen unser Verständnis von Demokratie. Das wird von keinem seriösen Politiker vorgeschlagen. Es gibt in Polen auch Nationalisten, ja, aber ihre Unterstützung ist zwischen 1-2% und seit Jahren so. Und wenn man in Deutschland Peace als Nationalisten bezeichnet, das ist einfach falsch. Es gibt Nationalisten, die sehr klein sind, ohne Bedeutung sind und die könnten vielleicht sowas vorschlagen. Es gibt auch kleinere Bewegungen, die sehr pro-russisch sind, ja, aber auch sehr, sehr klein und die sind wahrscheinlich von Russland auch bezahlt. Ja. Ich schließe das ab. Super, ich habe noch ganz viele Meldungen. Dort hinten bitte, Herr Putzmann. Dass die Bahn doch sehr bummelig ist, weil da ein Gleis nach 45 demontiert wurde. Und ich weiß nicht, ob ich richtig informiert bin, aber die Informationen, die ich aus unseren Zeitungen nehme, dass Polen nicht die Elektrifizierung und das zweite Gleis plant. Im Moment geht wohl, glaube ich, die Hauptdiskussion über die sogenannte Ostbahn, wie wir Deutschen sagen, was über Frankfurt-Oder geht, was ja auch sicherlich wichtig ist, aber ich bin der Meinung, dass gerade Stettin, uns hier in Eberswalde und auch natürlich Berlin-Stettin, war immer eine Achse von Zusammenarbeit, dass es ganz intensiv ausgebaut werden müsste. In diesem Zentrum sollen dann auch Begegnungen sein, da sollen Jugendgruppen hinfahren, hin und her. Also nicht des Zentrums wegen, sondern der Begegnung wegen, sage ich das. Und auch die Bahn muss besser werden. Sie haben recht. Sie haben recht, was die Bedeutung der Bahn anbetrifft, aber nicht was die Schuld der polnischen Seite anbetrifft, weil ich habe ganz andere Informationen, und zwar seit Jahren, dass Deutschland
diesen Teil der Bahnstrecke vernachlässigt, regelmäßig. Und das ist von den Deutschen auch gesagt, ja, Beamten, dass der deutsche Verkehrsminister üblicherweise aus Westdeutschland ist, aus Bayern, und investiert in kleinere Strecken dort und nicht in die Strecke Richtung Breslau oder Richtung Stettin. Und ich habe über diese Elektrifizierung sogar aus Schuld der Deutschen, ich weiß nicht, aber ich habe das immer so empfunden, und ich muss gestehen, ich wurde immer zu Bahngipfeln eingeladen und neulich sage ich ab, weil die bringen nichts. Die bringen nicht, die immer die gleichen Probleme erscheinen. Diese kleinen Strecken können nicht überfunden werden. Das ist ein bisschen lächerlich, ja. Aber, und das ist so ein Treffen der Leute von den beiden, polnische Koleje und Deutsche Bahn, und besprechen der neue Entwicklungen und so weiter. Und die reden, aber diese kleinen Sachen würden nicht. Und der Zug aus Warschau. Der sollte vor 20 Jahren schon, als die Strecke an der polnischen Seite repariert wurde, in 4 Stunden, das ist 600 Kilometer, Durchschnitt 150, ist kein großes Problem. Und jetzt sind das 7 Stunden, ja? 7 Stunden, und zwar liegt die Schuld jetzt wirklich ein bisschen an der polnischen Seite. Die wird jetzt wieder renoviert, obwohl es vor 20 Jahren gemacht wurde. Und deshalb fährt der Zug über irgendwelche Tore und so weiter. Aber auch die deutsche Strecke, das ist 60 Kilometer von der Grenze. Und der Zug braucht dafür Stunde 30, Stunde 20. Das ist unmöglich. So was sollte ein Zug in 30 Minuten machen. Ja? Also das ist, ja, also glücklicherweise haben wir die Autobahn. Und ich bin aus meiner Residenz in 4 Stunden in Warschau mit 150 Durchschnitt. Also das machen wir, ja. Das ist auch erlaubt, ja. 140 ist erlaubt, aber 150 ist toleriert. Aber schön, dass wir uns bei der Bahn einig sind, dass es ein Ziel auf jeden Fall sein muss, ja, da auszubauen. Ja, die nächste Frage. Also ich habe eigentlich 2 Fragen. Also eine komplexe, aber kurze, keine Sorge. Und eine bezüglich der Reformen, der angeblichen Reformen, die die PiS-Regierung durchführt, vor allem im sozialen Bereich. Die erste Frage, inwiefern ist PiS tatsächlich die Vollendung der Solidarität, die sich eigentlich eher als Gewerkschaft, die dieses zivilgesellschaftliche Engagement stärken wollte, und von der PiS sehen wir auch nicht so viele Projekte dazu. Was haben Sie in der Zeit des Solidarność gemacht? Und zweite Frage, das mit den Reformen ist auch so eine Sache. Zum Beispiel, es wurden auch Wohnungen versprochen, ja? Der Staat muss immer Wohnungen bauen und so weiter. In Warschau, die von der Mietkrise sehr stark belastet ist, entstanden nur 700 Wohnungen zum Beispiel. Allein in Warschau, nur 700. Und es gibt auch andere Fragen, zum Beispiel Senken der Mehrwertsteuer. Die Erhöhung haben Sie zu Recht angeprangert. Und eine Frage, aber PiS hat auch versprochen, dass Sie von 22%, dass Sie von 23% auf 22% gesenkt haben. Bis heute ist nichts passiert. Es wurde kein Geld aus dem Budget dafür gefunden, irgendwie. Und es gibt viele andere Sachen, die man sehen darf. Und es gibt auch viele. Es ist auch interessant, dass Sie zum Beispiel Neoliberalismus kritisiert haben, während die wirtschaftliche Freiheit in Polen geringer als in den Ländern des von Ihnen teilweise zu Recht kritisierten Westens ist. Und meine Frage ist, wie wollen Sie die Situation eigentlich verbessern? Also damit die Menschen überhaupt nach Polen zurück wollen, damit sie dort Unternehmen gründen wollen, damit die Ungleichheiten kleiner werden, außer halt Gelder an die Rentner zu verteilen und übermäßig Geld an Länder zu verteilen und nur ein bisschen Kindergeld dazu geben, damit die Menschen zufrieden sind. Also, ja. Vielen Dank für den Fragenkatalog. Ja, das sind wenigstens 3 Fragen. Sie haben Solidarność als Gewerkschaft bezeichnet. Das war wirklich als Gesellschaft registriert. Aber Solidarność zählte 10 Millionen Menschen in der fast 40 Millionen Bewohner. Und das heißt, das war mehr als Gewerkschaft, das war eine Bewegung, und das zeigte sich auch daran, dass als nach der Wende Solidarność wieder erlaubt wurde, und zwar nur als Gewerkschaft, zählte sie 2 Millionen, bis jetzt circa 2 Millionen. Und ich bin Mitglied der zweiten Solidarność, weil ich zur Zeit der ersten Solidarność Student war. Also es war nicht mir erlaubt, die Solidarność beizutreten, aber in der zweiten Solidarność bin ich die ganze Zeit und zahle Beiträge, obwohl ich die Hilfe als Professor, die Hilfe der Gewerkschaft nie gebraucht habe, aber als Solidarität für andere Menschen habe ich das immer getan.
Und die Versprechungen, diese These. Naja, diese Bewegung, diese 10-Millionen-Bewegung hatte vor sich ein Bild, eine ausgeglichene, gerechte Gesellschaft, wo die Erfolge in der Wirtschaft sehr gerechterweise verteilt werden, dass sich diese Schornsteine in Einkommen nicht zeigen und so weiter und so fort. Und wegen dieses runden Tisches, wo, sagen wir, die begabten Kommunisten mit ausgewählten Solidarność-Mitgliedern so eine Gruppe gebildet, war neoliberale Wirtschaft die beste Lösung für diese Leute. Die viele staatliche Firmen, Banken wurden privatisiert, viele gingen in die Hände von ehemaligen Parteifunktionären, Geheimdienst und so weiter und so fern. Und diese Leute waren nicht geeignet für normale kapitalistische Wirtschaft. Die haben sofort Seilschaften gebaut und unsere Entwicklung hat sich verlangsamt. Wir waren die Ersten in der Revolution, sagen wir. Und bald ging uns schlechter als den Slowaken, Tschechen, Ungarn. Und man konnte das messen, dass die Preise von verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel Telefongebühren oder Stromgebühren, höher waren als in diesen Ländern. Und warum? Weil, ich wage das zu sagen, dieses Wirtschaftssystem war mit Parasiten quasi bestückelt, die von den Leuten, die nicht wirklich einen freien Markt wollten, sondern irgendwie sich so bewegen, dass sie reicher werden, dass ihre Kinder was besitzen und so weiter und so fort. Und erst jetzt versuchen wir, nach 30 Jahren Verspätung, das irgendwie abzulösen. Und das ist nicht einfach. Wir haben 4 Jahre hinter uns und wir sehen, das ist viel stärker, als wir dachten. Viel stärker, viel tiefer. Und es wird vielleicht, wenn wir noch 4 Jahre regieren werden oder 8 Jahre, vielleicht gelingt uns eine Normalität, die für, sagen wir, Westdeutschland der Fall ist oder vielleicht für Großbritannien und so weiter. Wir wollen diese Normalität nur. Was die Wohnungen angeht, ja, ich weiß nicht, ob, wie es ist in Warschau ist. Warschau ist, was die Preise der Wohnungen angeht, eine der kostenspieligsten Orte der Welt wahrscheinlich. Aber ich weiß auch, dass diese Regierung ein Programm für billige, aber qualitativ volle Wohnungen für junge Leute hat und die werden durch staatliche Subsidien jetzt finanziert, gebaut. Ich habe Berichte aus verschiedenen Orten gesehen, weil Sie sich vorstellen können, die Politiker, um sich auf diesen neuen Block, neuen Haus zu fotografieren. Und man kriegt damit die Berichte über die Entwicklung dieses Wohnungsprogramms. Aber das ist eher für mittelgroße und kleine Städte und nicht für sowas wie Warschau. Ja? Und Neoliberalismus, ja, ich betrachte Neoliberalismus als Ideologie, und zwar eine falsche Ideologie, die Möglichkeiten des Marktes überschätzt und zur Dominanz einer Gruppe der Bevölkerung über andere führt. Und deshalb freue ich mich, dass diese, also nicht gegen Liberalismus, ich meine Neoliberalismus, dass diese Ideologie jetzt ein bisschen durch Probleme, die sie für ganz Europa geschaffen hat, im Abstand gebracht wird und dass sich viele Länder jetzt um ihre Bürger kümmern. Wenn ein Staat ein bisschen Geld hat, dann versucht der Staat auch für wenig Verdienende eine kleine Hilfe kommen und so weiter. Das ist in Polen jetzt evident, weil viele sozialen Gruppen vernachlässigt wurden, nicht nur die Familien mit zahlreichen Kindern, aber auch die Rentner, Pensionierten und die zum Beispiel jetzt ein Programm, das viel Geld kostete, sogenannte 13. Einkommen für die Rentner. Plötzlich im Mai bekamen sie 13. Lohn sozusagen und die können das für egal was ausgeben. Sie sind sehr, sehr erfreut darüber. Selbstverständlich sagt die Opposition, die Regierung will die Rentner kaufen, damit sie für die Regierungspartei bei europäischen Wahlen abstimmen. Ich weiß es nicht, jedenfalls Rentner freuen sich darüber und das wird jedes Jahr jetzt gemacht. Also die neue Regierungen, auch wenn PiS verliert, werden verpflichtet, diese Reformen fortzusetzen. Das ist schon ein Standard gemacht. Ja? Ja. Wir haben auch
auch ganz, ganz viele Meldungen. Wir gehen jetzt mal auf diese Seite. Hier mal zuerst und danach. Ja, sehr geehrter Herr Botschafter, ich will es kurz machen. Ich habe drei Punkte. Eine Lob, eine kleine Kritik und eine Frage. Zuerst Lob, also vielen Dank. Sie haben mit sehr gutem Deutsch hier uns Einblick in Ihre Überzeugung gegeben. Und wir sind hier in einem Raum, wo sehr viel über Politik gesprochen wird. Ich selbst habe auch viele Stunden hier schon verbracht. Und heute hier in diesen wenigen Minuten haben Sie wirklich alles getoppt. Ganz tolle Position und die Möglichkeit, sich zu streiten mit einer klaren Position. Wenn das die Menschen gewusst hätten in Eberswalde, es wären viel mehr gekommen. Und vielleicht ist das auch für uns Eberswalder Politiker ein kleines Vorbild, mit deutlichen Positionen auch sich zu streiten und nachher eine gute Lösung zu finden. Ja, ich habe angekündigt, ich habe auch eine kleine Kritik. Ich bin Mitglied von Liberale Partei hier in Eberswalde. Und Sie haben eben gerade den Neoliberalismus kritisiert. Und ich wollte Sie darauf hinweisen, dass der Wohlstand, den wir hier in Deutschland haben, ganz wesentlich auf diesen Liberalismus zurückzuführen ist, auf die Freiheit, auf das Eigentum und auf die Vertragsfreiheit. Das heißt, da kann vielleicht Polen ein bisschen gucken auf deutsche Geschichte und auch auf Philosophen. Ludwig Erhard war Professor in Freiburg und hat seine Idee gemacht von Freiheit, die zu Wohlstand geführt hat. Jetzt zum Schluss die Frage. Wie stellen Sie sich vor, dass die Deutsche und Polen eine bessere Kontakt kriegen in Polen? Ich weiß, hier in Deutschland, in unserer katholischen Gemeinde, wir haben sehr viele katholische polnische Bürger aus Polen, die kaufen hier Grundstück und leben in Deutschland und fühlen sich auch sehr wohl. Ich glaube, andersrum ist ein bisschen schwierig mit zu kaufen Eigentum. Daher meine Frage, welche Möglichkeiten sehen Sie für uns Deutsche, das Leben in Polen leichter zu machen? Vielen Dank. Bitte noch die zweite Meldung gleich dazu, weil so viele Meldungen sind, sammeln wir jetzt mal kurz. Hallo, guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist nicht einfach, jetzt vor so einem Gremium zu sprechen. Ich will am Ende meines Vortrags, sagen wir ganz kurz, ich wollte mich ganz kurz vorstellen noch, dann eine Frage an den Herrn Botschafter stellen. Ich heiße Roman Sadowski, ich bin hier in Eberswalde seit circa 2,5 Jahren. Ich wohne hier und ich bin hier geschäftlich. Ich vertrete eine polnische Gesellschaft, die sich hier niedergelassen hat. Wir haben eine Wäscherei Targac gekauft und ich bin der Geschäftsführer dieser Wäscherei. Und ich muss sagen, ich höre jetzt, was alles hier gesagt wird über Politik, über Geschichte, über Vorurteile, über Stereotypen. Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich hatte auch meine Ängste, hierher zu kommen. Aber nachdem ich hier kam, fand ich hier sehr große Hilfe. Und ich kann mich nicht beklagen und ich kann überhaupt nicht behaupten, dass zwei Nationalitäten, dass zwei Nationen, Polen und Deutsche, irgendwelche Schwierigkeiten haben können, miteinander zu leben. Das haben Sie auch, Herr Bürgermeister, haben Sie auch betont, dass wir uns bestens kennen, dass die Deutschen nach Polen fahren, Urlaub zu machen, einkaufen, Freizeit zu verbringen. Wir Polen kommen auch häufiger hier nach Deutschland. Das, was alles hier gesagt wurde, ist eine ganz große Politik. Ich wollte Sie jetzt fragen, Herr Botschafter, was kann die große Politik in Polen tun? Nicht um die Leute zu erschrecken und verschrecken, sondern einfach, was kann die Politik tun, damit wir auf dieser kleinen Ebene einfach miteinander kommunizieren können? Dass wir uns austauschen können, kulturell, gesellschaftlich und wirtschaftlich. Das, was wir vorhaben, wir haben uns vor einiger Zeit mit der Delegation des Landes Brandenburg getroffen, mit der Ministerin Steinbach. Das war ein Treffen auch in Polen. Und wir haben festgestellt, die großen Worte, große Politik,
machen für die kleinen Leute gar nichts. Das heißt, ich würde jetzt gerne sehen, von der polnischen und der deutschen Seite, dass es eine Möglichkeit gegeben wird, die ganz einfachen Leute, die Menschen, sollten sich häufiger treffen, austauschen. Die Investoren von einer oder anderen Seite sollten unmittelbar kommunizieren. Weil über die große Politik gibt es immer Schwierigkeiten, Probleme, Papierkram und so weiter. Ja? Und deshalb bin ich auch hier ansässig. Ich habe meine zweite Heimat gefunden. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufnahme hier. Toll, danke sehr. Und gerade auch deswegen habe ich mich entschlossen, in der örtlichen Politik mitzumachen, als Mitglied der CDU. Und ich hoffe, dass wir eines Tages tatsächlich so einen Kompromiss finden, dass wir tatsächlich keine Verurteilung mehr haben und sagen, keine polnische Wirtschaft, nicht die erheblichen Deutschen, sondern wir Europäer. Ich fange an von den ersten Fragenden. Danke für den Lob. Was die Kritik an betrifft, ich habe nichts gegen Liberalismus. Ich war gegen Neoliberalismus. Eigentlich, da müsste man vielleicht das ein bisschen konkreter machen, wofür wir keine Zeit haben. Aber womit ich auch, ich habe mich gefragt, was ich in Deutschland so vorbildlich finde. Das ist die Idee, jetzt habe ich auch diesen Gedanken bei dieser Frage gekommen, das ist die Idee der sozialen Marktwirtschaft. Und der Liberalismus, und in Polen versucht man jetzt diese Idee wirklich zu verwirklichen, wie es in Deutschland war, vor Jahren. Ja? Und Deutschland ist, glaube ich, nicht so sehr vom Neoliberalismus bedroht, mehr Frankreich und andere Länder, weil Deutschland immer wieder an diese Idee der sozialen Marktwirtschaft gehalten hat. Und deshalb freut mich, das ist auch etwas, was wir abschreiben sollten, was wir nachahmen sollten. Und das tut jetzt eigentlich diese Regierung. Den Kontakt zwischen Polen und Deutschen erreichen sollte. Ich würde sagen, was uns trennt am meisten, trotz der vielen Ähnlichkeiten, was die auch unsere Gerichte angehen, was wir essen, was wir so machen, was uns trennt, ist die Sprache. Das ist auch die Antwort auf die Frage des zweiten Fragenden. Diese Gespräch entwickelt sich fast immer auf der Basis der deutschen Sprache, dass Polen deutsche Sprache erlernen. Und man begründet das so, dass Polnisch viel schwieriger ist. Ich muss Ihnen gestehen, Deutsch ist ebenso schwierig wie Polnisch. Und das ist schon ein gewisses Übergewicht, wenn Polen Deutsch lernen und nicht umgekehrt. Ich hätte dafür eine Lösung, für die ich seit ein paar Monaten plädiere, aber jetzt ohne Erfolg. Wenn wir jetzt die Briten los sind, in ein paar Monaten, hat es keine Begründung, dass Englisch als europäische Sprache fungiert. Und was würde ich vorschlagen? Eine Sprache, die für die Polnisch... Nein, es gibt zwar ein Buch, ein quasi wissenschaftliches Buch, das vor 20 Jahren geschrieben wurde, wo wissenschaftlich argumentiert hat, dass Polnisch geeignet ist, aber ich finde das falsch. Ich wäre dafür, dass man eine Sprache wählt, die von allen nationalen Sprachen ebenso entfernt ist, aber vielleicht nah, nämlich Esperanto. Esperanto ist so einfach. Ich habe als junger Mann in einem Jahr Grundlagen von Esperanto in der Korrespondenz gelernt. Und das wäre eine Sprache für Europa, ja, ohne England. Englisch als Fremdsprache, wunderbar. Und wegen der Regelmäßigkeit von Esperanto und wegen des Wortwahls, das sind Wörter aus allen Sprachen, sorgfältig gewählt von Herrn Samenhoff, ein polnischer Jude, der, glaube ich, 10 Sprachen sprach. Man erlernt diese Sprache, meiner Meinung nach, 4-mal schneller als Englisch, Deutsch und andere. Aber die Politiker, die so viele Zeit gewidmet haben, um Englisch zu lernen, die werden wir nicht gewinnen. Also wir bleiben da bei Basic English. so wird das sein. Und zur Frage über Begegnungen und Sympathien und so weiter.
ich hatte den Eindruck, dass Sie uns sagen wollen, dass es nur irgendwie seitens der Politik oder der Medien Hindernisse und Blockaden gebaut werden. Das stimmt nicht. Es gibt viele Sendungen, wie zum Beispiel Kowalski trifft Schmidt, die von den RBB, glaube ich, ähnliches gab es in den sächsischen Rundfunk, wo man Bekanntschaften, Freundschaften präsentiert, gemeinsame Initiativen. Also auch seitens der Politik herrscht keine Kriegsatmosphäre, würde ich sagen. Aber was ich jetzt ein bisschen anprangern wollte, ist, und was mir weh tut, ist mangelndes Interesse in Deutschland an polnischer Kultur. Und ich meine nicht diese hohe Kultur, man spielt Chopin und so weiter und so fort, Penderecki manchmal, Paderewski auch, aber ich meine Spielfilme zum Beispiel, in Kinos, aber auch im Fernsehen. Überlege sich, wann Sie zum letzten Mal im Primetime am Sonntag oder Samstag einen polnischen Spielfilm gesehen haben oder einen Serienfilm, wo man das Leben der anderen, verstehen, zum Blick bekommen. Es gibt eine Menge solche deutsche Filme im polnischen Fernsehen. Deshalb können wir sagen, wir wissen, wie Deutsche denken, was sie tragen, wie sie sich verhalten. Deutschland kann das nicht sagen. Tut mir leid, ich bin seit so vielen Jahren in Deutschland, ich kann das mit meinen, sagen wir, Kenntnissen feststellen. Deutschland, auch deutsche Professoren, haben uns, polnische Professoren, immer aus der deutschen Perspektive verstanden. Also als wir so gleich wären. Und das gilt auch für Jugendaustausch, der hier erwähnt wurde. Dieser Jugendaustausch, der durch Jugendwerk geht, ist schön. Man gibt, also die Parlamente geben immer mehr Geld dafür, das ist auch schön, aber das ist ein bisschen einseitig. Deutsche Schulen wählen sich die Partner, also deutsche Lehrer, die, sagen wir, hypereuropäisch sind, also fast deutsch. Und das heißt, sie lernen nichts, wenig in diesen Begegnungen, weil sie treffen die Jungen, die Schüler, die ähnlich denken. Aber in Polen gibt es eine große Welle der Jugendlichen, die für Geschichte begeistert werden. Die Geschichte leben eigentlich. Und diese Leute werden von dem Austausch ausgeschlossen, weil sie gelten als weiß, Nationalisten, Faschisten und so weiter. Das sie nicht sind. Sie sind stolz auf ihre Geschichte, sie mögen das Heroische und so weiter. Sie sind nicht Pazifisten, wie die Mehrheit der deutschen Jugendlichen. Und das ist nicht die Vermutung, das ist die These. Man entwickelt sich nur über Kennenlernen des anderen, völlig anderen. Und deshalb würde ich einen Teil dieser Gelder, dieser Mittel am Jugendwerk auf die Treffen mit diesen Gruppen geben, ausgeben, und das wäre vielleicht auch für Deutsche interessant. Aber auch mal vielleicht mit der polnischen, also deutsche Jugendliche, die gar nicht in die Kirche gehen, treffen zum Beispiel in Białystok oder in Allenstein junge Leute, die jede Woche in die Kirche gehen, und dort Austausch der Erfahrungen, der Denkweise, das würde uns in Europa näher bringen. Und wenn wir nur die gleichen denkende Leute auswählen. Ich war einmal bei einem Kongress der Kommunalpartnerschaften im Hambacher Schloss vor 2 Jahren. So, das war schön, aber ich habe festgestellt, dass nur diese Bürgermeister aus Polen teilnehmen, die, sagen wir, verwestlicht werden, westlich denken. Und das war eine Bemerkung. Zweite war, im Plenum war interessant, jede Sprache, eigene Sprache, es wurde übersetzt, und dann kam es zum Abendessen. Und alle Polen saßen an einem Tisch und alle Deutschen an einem Tisch. Wegen der Sprache, nicht wegen der Mentalität, wegen der Sprache. Das ist ein großes Hindernis, darüber müssen wir denken. Wir machen jetzt die letzte Runde, auch aus Zeitgründen. Ich habe 3 Meldungen auf jeden Fall gesehen. Dort hinten, dann reißen wir drin. Ich denke, wir sind Nachbarn, ich komme aus Posen, ich bin da geboren. Meine Tanten, 2 polnischstämmig. Also richtig schöner Buddelmuddel. Ich bin auch Posener, also wir waren vielleicht Nachbarn. Ich bin in der Ackerstraße, die heißt jetzt auch Ackerstraße, geboren. Der Fabrik. Und nur, dass wir uns also gut verstehen können, sie sind auch noch Tennisspieler, das heißt, sie kämpfen gerne. Und dabei fiel mir etwas auf, wann immer Kritik
an Ihnen, an Ihrer Regierung oder sonst gemacht wird, fällt eine Klappe. Und dann kommt scharfe Antworten. Die mögen mich nicht, die machen das nicht, die lügen, die sind sonst was. Nehmen Sie doch einfach das mal locker. So wie wir das auch machen. Sie haben uns hier auch so ganz nebenbei was runtergehauen. Ist ja in Ordnung, jeder ist anders. Ich war jetzt in Krakau und in Breslau und in Hirschberg. Jelena Bora. Da war ich, weil meine Freunde da geboren sind und ich wollte mir das mal angucken. Und ich war begeistert. Und wissen Sie, was mir besonders gefallen hat? In Breslau und in Krakau. Ich konnte mit allen Leuten reden. Die sprachen alle Englisch. Wir hatten keine Probleme. Ich musste nicht Polnisch lernen, die mussten nicht Deutsch lernen. Wir haben uns auf Englisch verständigt und das kann ich in der ganzen Welt. Das konnte ich in Nigeria, das kann ich in den USA, das kann ich in Asien, das kann ich überall. Also das Englisch würde ich jetzt nicht so, ob wir die Engländer loswerden oder nicht, mal sehen. Aber es ist im Moment die Sprache, die am meisten verbreitet ist. Und es ist das Einfachste, ich kann das Skandinavien geben, Englisch ist überall. Dass mein Enkel ein halber Amerikaner ist, ist eine andere Sache. Wir sind so eine richtige Matschfamilie. Ja, aber was mich wirklich interessiert oder was mich daran erinnert, was ich vorhin sagte, nehmen Sie es leichter, wenn wir kritisieren. Ich habe auch so ein paar Dinge, wenn die Regierung bestimmt, wer im Radio und im Fernsehen sitzt, dann ist das für mich ein bisschen, sagen wir mal, schwierig. Und das Gleiche ist in der Justiz. Wir haben drei Säulen, ne? Wir haben die Judikative, die Legislative und die Exekutive. Und dann kann ich die Legislative bzw. eine Gruppe aus dieser Legislative bestimmen, wer denn nun Richter ist. Das wird ja überall in den Ländern auch gemacht. Und das Dritte, was ich noch sagen wollte, ich gehöre zu denen, die sich da Gedanken gemacht haben und ich weiß, es hat Geschichte zu kennen, ist wichtig. Aber Geschichte ist eine Sache, die vergangen ist. Was die damals verbockt haben, geht uns nichts an, beziehungsweise die Neuen. Wir müssen nur aufpassen, dass so ein Mist nicht nochmal passiert. Aber wir müssen nach vorne gehen und das heißt Europa. Und Europa ist nicht eine Stimme, das ist eine ganze Menge. Und das ist schwierig, sag mal ein Norddeutscher mit einem Sizilianer, ne? Die haben Schwierigkeiten miteinander, aber sie können klarkommen. Und deshalb denke ich, Europa ist der Weg in all seinen unterschiedlichen Schattierungen, die es dort gibt. Und da müssen wir locker sein, miteinander umgehen. Und zwar sagten Sie, dass ja viele junge Leute aus den osteuropäischen Ländern wie Ukraine und so weiter zu Ihnen arbeiten kommen. Und ich weiß, es sind wirklich sehr, sehr viele und ich kenne einige davon. Vielleicht könnten Sie da auch mal ein bisschen nachforschen oder mit bestimmten Leuten sprechen. Diese jungen Männer verdienen 2,50 Euro die Stunde. Und das finde ich ist ausverschämt. Vielleicht haben sie ein bisschen Einfluss und helfen diesen jungen Männern. Vielen Dank. Und eine Frage noch hier vorne zum Abschluss. Ja, mir geht es eher eine Anmerkung. Es wird hier sehr viel von Ihnen von Neoliberalismus gesprochen, Herr Botschafter. Wissen Sie eigentlich, was das ist? Ich stelle mir den ganzen Abend die Frage, weil Sie reden von einem Neoliberalismus, der als Schimpfwort gebraucht wird. Wenn Sie mal nachlesen, Sie sind Philosophen, ich gehe davon aus, dass Sie das getan haben, dann muss ich fast davon ausgehen, dass Sie das, ja, ich möchte fast sagen, mit Vorsatz machen. Der Neoliberalismus ist in den 30er Jahren entstanden, ich will das gar nicht weiter ausführen, und ist die Grundlage der sozialen Marktwirtschaft gewesen. Das weiß nicht jeder. Heute wird das gerne als Schimpfwort benutzt und ich würde gerne, dass von Ihnen richtig gestellt wird. Dankeschön. So, vielen Dank für die Fragen und Herr Botschafter hat jetzt das Privileg, die Abschlussrunde zu beantworten. Ja, das sind verschiedene Aspekte, die in meinen Antworten
zum Vorschein kommen müssen. Deshalb notiere ich einige Sachen jetzt, dass ich das alles locker nehmen sollte. Ich habe, glaube ich, das ein bisschen locker genommen. Aber wir reagieren seit 4 Jahren und es geht in die richtige Richtung, obwohl, wenn wir mit dieser Kritik nicht konfrontiert wären, würde vielleicht es besser gehen. Wir wären weiter und wir würden den Westen ein bisschen näher. Nicht nur in den Standards, aber auch in Lebensweise oder in, ja, in Wohlstand so, sozusagen. Deshalb verlangsamt diese Kritik unsere Reformen, unsere Entwicklung, dass wir gewisse Seiten, Sachen jetzt zurückziehen müssen, wie zum Beispiel diese Rentenalter von den Richtern im obersten Gericht. Wir haben das unter Zwang aus der Europäischen Kommission zurückgezogen, obwohl das, also das wurde auf 56 Jahre gesetzt und das ist Regel in Polen für alle Leute. Und plötzlich müssten wir eine Ausnahme für die Richter machen, dass Brüssel das wollte, 70 Jahre. Ja? Also das war ungerecht, aber wir haben das gemacht, um ein Feld in der Streitigkeit zu verlassen. Ich würde übereinstimmen damit, dass die Regierung vielleicht manchmal zu sensibel ist für die Kritik, aber wenn sie das, also den Kern meines Vortrags so sich unter die Lupe nehmen oder sie sehen, in welcher Phase wir uns befinden, nach fast 30 Jahren der Entwicklung, die nicht zufriedenstellend war aus den Gründen, die ich benannt habe, müssen wir den Staat quasi normalisieren, Staat funktionsfähig zu machen. Also Staat, der zuständig ist für die Bürger, für alle Bürger. Und nicht für, also eine Initiative, sagen wir, eine der letzten Initiativen der Tusk-Regierung war, solche Exzellenzzonen aufzubauen in den 5 oder 6 größten Städten. Und andere sollten sich irgendwo peripherial entwickeln. Das ist Neoliberalismus ein Teil. Vielleicht nicht der Definition nach, aber ich meine, wie das verstanden ist, nicht in 30er Jahren, sondern jetzt wird der Neoliberalismus mit der, sagen wir, linken Ideologien, Gender und so weiter verbunden als eine Einheit. Was ist der Kern, dieser neue Begriff von Neoliberalismus? Ist die absolute Freiheit des Individuums, die von allen, sagen wir, kulturellen Blockaden gelöst werden sollte. Und wenn ich über Rückkehr von der postmodernen Gesellschaft zur modernen spreche, dann meine ich, dann habe ich ein Bild der modernen Gesellschaft vor den Augen, ich habe das ein bisschen angedeutet, wo einerseits Freiheit der Individuum, Freiheit im politischen Sinne, nicht im philosophischen Sinne, das heißt Freiheit, verstehen Sie nicht den Unterschied? Freiheit im philosophischen Sinne ist Freiheit der Wille. Und darüber müssen wir uns keine Gedanken. Es geht darum, dass ein Individuum frei ist, er kann Verträge schließen, arbeiten, verdienen und sich bewegen, er ist nicht gebunden an einen Ort. Das ist gemeint mit Freiheit bei Hegel. Ja? Und dann haben wir Sittlichkeit, das klingt an Moral, aber das ist nicht Moral. Sittlichkeit ist eine Lebensform der modernen Gesellschaft, wo Familie heterosexuell sein muss, weil Familie muss Kinder kriegen, damit die Gesellschaft funktioniert. Und wenn wir jetzt Homo-Ehen einführen, das ist gegen diese moderne Gesellschaft, das ist postmoderne Gesellschaft. Wir können das wählen, aber wir müssen uns die Konsequenzen auch vorstellen. Und diese Konsequenzen sind, dass Deutschland jetzt und Polen bald wahrscheinlich auch Millionen Einwanderer einlassen muss, damit das Arbeitssystem, Gesellschaftssystem, Rentensystem funktioniert. Und das ist also erstens Familie, zweitens bürgerliche Gesellschaft, auch nicht im heutigen Sinne. Es ist gemeint Arbeitssystem, also Kapitalismus. Aber weil Kapitalismus auch Probleme bereitet, weil Kapitalismus auf Egoismus aufgebaut wird, muss der dritte Element kommen, Staat, der die Moral durch Gesetze zurückbringt. Und worin unterscheidet sich die postmoderne Gesellschaft? Erstens Absolutisierung der Freiheit des Individuums, das über alle Rechte, über alle Verbindungen zur Gesellschaft ist. Hegel sprach immer konkrete Freiheit. Und konkrete Freiheit ist Freiheit durch diese Sittlichkeit, in der Sittlichkeit verankert. Und jetzige Gesellschaften sprechen immer
immer wieder über absolute Freiheiten der zu Selbstverwirklichung und so weiter und so fort. Und das ist diese, ein Teil des Neoliberalismus, das als Ideologie gedacht wird und nicht als ökonomische Denkweise. Ja? So, was noch? Über Ukraine, naja, das ist Kapitalismus eben, ja. Und da kann vielleicht der Staat was machen, in dem Sinne, dass man Minimalgehalt einführt für diese Gruppe. Das wird vielleicht in diese Richtung gehen. Aber man muss auch sagen, dass auch von diesen 2,50 Euro diese Leute die Hälfte in die Ukraine transportieren und dort die Familien finanzieren. Das heißt, das ist nicht so wenig, wenn sie zufrieden sind. Und Deutschland, das wissen Sie wahrscheinlich nicht, Deutschland hat neulich ein Gesetz eingeführt, das uns diese Leute abwerben sollte. Weil Deutschland mit diesen Millionen der islamischen Einwanderer nicht zufrieden ist. Weil von diesen Millionen, glaube ich, 10 Leute bei Mercedes nur arbeiten oder 8. Und es wurde ein Gesetz jetzt von Deutschland gemacht, dass diese Ukraine, Moment, dass diese Ukraine jetzt nach Deutschland kommen dürfen, obwohl sie nur ursprünglich in Polen arbeiten durften. Und wir gucken jetzt, wie viele von Ihnen, von diesen 1.250.000 Leute nach Deutschland kommen werden. Welches Gesetz ist die Frage? Nein, ich habe den Namen nicht gehört, das war vor 2 Monaten. Also ich kann Ihnen das brieflich mitteilen. Das ist, ja, was noch von diesen verschiedenen Fragen. Die Regierung bestimmt Medien. Das ist nicht die Wahrheit. Ich habe über Medien kurz gesprochen. Sie meinen vielleicht die öffentlichen Medien und das ist nur Radio und Fernsehen. Und das ist eine Regel, das war immer in Polen eine Regel, dass über die, sagen, die Entwicklung dieser Medien in allen Aspekten ein Fernsehrat bzw. Rundfunkrat entscheidet. 5 Personen, in der 3 von der Regierungspartei, 2 von der Opposition. Und das war immer so und schadete keinem, als Tusk regierte. War das Gleiche. Keine Kritik aus Deutschland. Und jetzt plötzlich, als PiS regiert, dann ist das ein Problem. Aber wenn PiS verliert, dann werden wieder 3+2, glaube ich, dieses System. Ja? Und wie gesagt, es gibt viele sehr gute private Sendungen, die auch über Politik, über Wirtschaft berichten. Man kann sich eine Meinung bilden und auch diese öffentlichen Medien versuchen sich an die Standard zu halten. Ich gucke sie tagtäglich und ich muss Ihnen sagen, es ist immer eine Proportion. Wenn das 4 Gäste eingeladen werden, dann sind 2 von der Opposition, 2 von der Regierungspartei. Wenn es 6, dann sind es 3-3. Also man versucht sich an die Regeln zu halten. Also diese Kritik ist, obwohl das stimmt, dass die 3+2, also dass die Regierung gewisse Übergewicht hat. Aber das war immer so. Zu Europa, ich bin gegen die Identifizierung von Europa und der Europäischen Union. Ja, das ist Deutschland immer wieder diese Fälle gemacht. Ebenso wie Flüchtlinge, die waren alle Migranten mit Flüchtlingen identifiziert, obwohl wahrscheinlich nur 5% aus den Kriegsgebieten kommen. Das ist auch eine deutsche Redensweise. Deutschland ist so stolz auf eigene Philosophie, aber in diesen Bereichen versucht man irgendwie an die Begriffen vorbeizukommen. Europa, das ist unsere polnische Einstellung, kann wirksam sein in der Welt nur als Global Player. Und deshalb planen wir kein Polexit, planen wir eine Reform der Union, die ein Exit von einem anderen Staat irgendwie unmöglich macht. Das würde uns freuen. Aber in diesem Rahmen müssen wir und Polen plädieren dafür, auch Westbalkan in ein paar Jahren integrieren. Wenn wir über Europa denken, auch ohne Ukraine, die vielleicht diese Perspektive nicht hat in diesem Moment wegen der russischen Angriffe, aber Westbalkan brauchen wir, um komplett zu werden. Und Polen, in Posen wird jetzt in einem Monat ein Gipfel, Balkangipfel, Polen hat das übernommen auf Wunsch von Frau Merkel, wir engagieren uns, also wir denken in diesen Begrifflichkeiten, diese wirkliche Europa, aber ein bisschen sorgfältiger, nicht ohne diesen Enthusiasmus, dass man einfach Europa schreit und sofort alles sich regelt. Europa ist reich durch den Reichtum der Nationen.
und es, die, diese Andersheit der Kulturen, auch staatlichen Formen, sollte nicht nivelliert werden. Es gibt sowas wie Verfassungsidentität. Jedes Land hat eine gewisse Rechtskultur, die aus der Geschichte hervorgeht, und deshalb sind die Versuche der Europäischen Kommission, einen Standard zu bilden, auf Scheitern wahrscheinlich verurteilt. Und was die Politisierung, jemand hat von Ihnen gesagt, diese Dreiteilung der Mächte und so weiter, Gewaltenteilung, vor, glaube ich, 2 Monaten wurde ein Politiker von CDU in den deutschen Verfassungsgericht delegiert, und zwar mit Benennung: in 2 Jahren wirst du Vizepräsident werden. Und Deutschland wird uns belehren, bei uns wäre sowas gar nicht möglich. Bei uns ist kein Richter in einer Partei, das ist nicht erlaubt. Und bis dato konnte kein Richter beweisen, dass er unter Einfluss eines Politikers was machen sollte. Wenn sowas geschehen hätte, wäre er sofort an die Medien gegangen und es wäre eine große Geschichte daraus gemacht. Und in diesen 4 Jahren gab es keinen einzelnen Fall von solchen, dass die Politiker der Regierungspartei irgendwelche Richter beeinflussen. Das ist unmöglich. Der Sinn der Reform ist ein ganz anderer. Das sollte unmöglich werden. Und zwar durch verschiedene Elemente dieser Reform. Eine davon ist, dass die Fälle im Gericht gelost werden. Das heißt nicht, dass der Gerichtspräsident einen Fall jemandem geben kann mit dem Gedanken, der wird das so und so entscheiden, weil der so und so denkt. Das wird durch Computer ausgelöst. Und zweitens, der Präsident des Gerichts kann einen Richter nicht versetzen ohne seine Einwilligung. Das heißt, er kann ihn nicht bestrafen, wenn er nicht nach seiner Meinung agiert. Und solche Sachen sind Teil unserer Reformen. Aber keiner will das studieren. Nur man sagt nach dem Timmermans und anderen, das ist Beraubung der richterischen Freiheit und so weiter. Das ist Unsinn, meine Damen und Herren, das ist Unsinn. Unsere Reform ist zwar verlangsamt durch diese ganzen Sachen, aber sie bringt schon Früchte. Und vielleicht, ja, das war eigentlich alles. Ja. Alle 5, 6 Fragen nicht. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Botschafter, für die offene Diskussion, für die offene Beantwortung der Fragen. Ich glaube, da ist immer noch sehr, sehr viel Diskussionspotenzial hier im Raum. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als vorher, aber auf jeden Fall bin ich Ihnen doch sehr dankbar, dass Sie heute hier sind, hier waren, um diesen Dialog auch mit uns zu führen. Ich glaube, da sind wir uns doch sehr einig, dass der Dialog an der Stelle auch sehr, sehr wichtig ist, auch wenn wir an vielen Stellen vielleicht tatsächlich dann auch unterschiedlicher Meinung sind. Also ich persönlich habe die Ehe für alle sehr begrüßt hier in Deutschland. Das klang jetzt aus Ihrem Munde doch sehr anders, aber auch da, weiß ich, sind wir auch in Deutschland natürlich zum Teil unterschiedlicher Meinungen. Trotzdem freue ich mich da über die neue Entwicklung. Ich möchte Ihnen auf jeden Fall hier noch ein kleines Dankeschön aus der Region übergeben. Die polnische Küche ist ja auch sehr berühmt durchaus hier in Deutschland und Eberswalde ist wiederum berühmt für die Eberswalder Wurst. Und das passt vielleicht auch ganz gut. Ich hoffe, es Und als Autor vieler Bücher bin ich mir sicher, dass Sie auch mit Interesse unser Eberswalder Jahrbuch lesen werden. Bei uns sind es Es ist eine Sammlung sozusagen von sehr vielen Autoren, die das alle ehrenamtlich machen, aber trotzdem mit sehr, sehr großem Engagement und auch mit sehr guter Recherche und auch ein sozusagen Meisterwerk hier aus der Region, um uns die Stadt und die Region noch besser kennenzulernen, würde ich Ihnen das auch gerne noch geben. Danke sehr. Eine Sache habe ich noch. Ich habe es vorhin ganz kurz angekündigt. Dankenswerterweise Herr Norman Reichelt heute als Vorsitzender des Grüner Musiksommers hier zu Gast hat es möglich gemacht, dass wir Ihnen die
Karten für den Corina Musiksommer für das Eröffnungskonzert heute schon übergeben können. Wir freuen uns, dass Sie dort dabei wären. Auch zur Hochkultur, Sie haben es ja auch angesprochen, aber auch das ist natürlich wichtig und man kann schon fast sagen, dass Polen eine Art Partnerland des Corina Musiksommers ist mit dem blauen Band der Oder als Themenschwerpunkt. Sind ja mehrere polnische Orchester in diesem Jahr zu Gast und insofern freuen wir uns, wenn Sie auch mit Ihrer Frau dann gerne am 22. Juni im Kloster Korin zu Gast sein werden. Meine Damen und Herren, werter Herr Botschafter, ich darf Sie ganz herzlich, mich zunächst nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, auch für die Geduld. Heute ging es auch ein bisschen länger als sonst, aber es gab eben auch viele Fragen. Es gibt wahrscheinlich immer noch viele Fragen, daher auch die Einladung an Sie alle und auch an Herrn Botschafter. Ich hoffe, Sie haben noch ein paar Minuten Zeit. Hinter uns ist ein, wenn wir die Türen gleich öffnen, ein Empfang aufgebaut und wahrscheinlich ist es die beste Gelegenheit, nochmal die ein oder andere Frage, das ein oder andere Thema nochmal zu vertiefen beim Glas Wein und die ein oder andere, den ein oder anderen Punkt nochmal sich auszutauschen und besser zu verstehen. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank. Bleiben Sie uns gewogen, kommen Sie wieder bei der nächsten Veranstaltung und ich darf uns allen noch einen schönen Abend wünschen. Vielen Dank.